dass Sie da sind. Abend von Viertel nach zehn. Herzlichen Dank auch Ihnen hier im Studio, dass Sie zu uns nach Unterführung bei München gekommen sind. Zwei Derbys haben wir heute und wir beginnen ganz tief im Westen, dort, wo Jener Herbert Grönemeyer zu Hause ist. Mit seiner neuesten CD steht er ganz oben in den Charts, aber im Ruhrstadion, da singen Sie immer noch seinen alten Klassiker, der fast schon in Vergessenheit geraten wäre. Bochum halt. Dieses Lied hat eine neue Renaissance erfahren, weil der Club, der örtliche Fußballverein, den Leuten dort ein ganz neues Selbstbewusstsein gibt. Das liegt natürlich am Erfolg. Ist ja auch eine richtig tolle Sache. Sie müssen sich das mal vorstellen. Früher war es ganz einfach so, da galt der VfL so mal als die graue Maus, als das arme Hascherl in den Fängen von anderen Vereinen wie Schalke und Dortmund. Nun aber spielt die Musik komplett anders, denn der deutsche Meister kommt zwar, aber er kommt als Gegner zum Tabellenführer nach Bochum. Und dieses neue Selbstbewusstsein, das der Aufsteiger hat, ist ganz eng verknüpft mit einem, mit Verlaub gesagt, alten Mann. Werner Hans stellt ihn vor. Bosch, der Kapitän, wir können im Moment jeden Gegner schwindlig spielen und brauchen uns auch vor Dortmund nicht zu verstecken. Neue Kraft aus dem Geist der Geschlossenheit. Heute sein 150. Bundesligaspiel für den VfL Bochum. Dariusz Wosz, Garant in der Offensive. Das Bochumer Ruhrstadion nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder proppenvoll, knapp 33.000 Zuschauer. Neue Fußballbegeisterung im Revier und natürlich viele mitgereiste Dortmund. Es ist ja das traditionelle Ruhr-Schnellweg-Derby. Bochum in Blau und Weiß mit Michael Beck beim Einwurf. Dann Kehl, Ballverlust, Gudjonsson, Kehl, Heinrich, Koller, Frings in den Lauf von Everton gegen Fahrenhorst. Everton, querlich, lebendig, bringt ihn an Fahrenhorst vorbei, dieser Everton. Zwei Tore schon gemacht für Dortmund. Und Van Dijkhoven muss da sehr aufmerksam sein und mitspielen. Kann den Ball nicht halten, aber Gefahr zunächst gebannt. Da waren 8 Minuten gespielt. Fahrenhorst und Kalla, die beiden in der Innenverteidigung des VfL Bochum. Michael Beck und Kolding auf den Außenpositionen. Dann zwei Defensive. Und das ist Darren Buckley, einer von drei offensiven Mittelfeldspielern. Davor nur noch Christiansen, die Spitze. Schirmherr mit Bodenhaftung. Peter Neururer, der Mann, der das Bochumer Fußballwunder irgendwie gemacht hat. In diesem Jahr ist die Mannschaft zu Hause noch ungeschlagen und hat in jedem Heimspiel 3 Tore gemacht. Aber heute ist der deutsche Meister hier und der spielt mit Koller. Rosicki, herrlich in den Zwischenraum der Viererkette Everton. Das ist das Rezept. Besser gesagt, das ist ein Rezept in die Zwischenräume der Viererkette. Auf diesen schnellen, ungemein technisch guten Everton. Und Van Dijkhoven muss ein zweites Mal retten. Wosz, der Motor in der Bochumer Offensive. Hier weit zurückhängen. Dann Kalla, erfahrener Nationalspieler aus Kamerun. Und dann geht Freier, gefault von Kehl. Und der Pfiff von Schiedsrichter Steinborn ist dazwischen. 20 Minuten gespielt. Tja, was soll ich machen? Ich kann ja nicht wissen, dass der Topalovic da so durchgeht, scheint Steinborn zu sagen. Hier hätte er Vorteil gelten lassen sollen. Und da ist er schon ein bisschen abgehoben, der gute Peter. Goldkehlchen, Gesprächsgegner vom Assistenten. Aber nichts weiter passiert. Stefan Reuter beim Freistoß. Kalla. Kolding legte davor für Rosicki und er fackelt nicht lang. Gefährlich bei dem feuchten, glitschigen Boden. Hart unten ins linke Eck von Van Dijkhoven aus gesehen, aber der ist im richtigen Moment unten und hat alles unter Kontrolle. 22 Minuten waren gespielt. Dann mal Bochum mit Wosz. In der Mitte Gudjonsson und der vertändelt den Ball da leichtfertig. Die Möglichkeit zum Konter, der jetzt schnell gefahren werden muss. Wieder über Rosicki. Und jetzt das Bochumer Geschwurbel. Michael Beck, Fahrenhorst.
Kosicki am Boden, Koller schießt Holding an und dann kommt Thiel. Oh, der ist ungehalten. Der ist ungehalten, fühlt sich gefault. Beschwerde an die Adresse von Edgar Steinborn. Ich glaube aber, das hat er sich eingebildet. Nee. Wir werden das nachprüfen. Zunächst mal kommt Rosicki. Michael Beck und Fahrenhorst rennen sich gegenseitig um. Rosicki vorbei an Kalla, der ließ ein Bein stehen. Dann Koller schießt Michael Beck an. Und jetzt kommt Fahrenhorst. Ja, nee. Nein. Also die Beschwerde war überflüssig, da war nichts. Jedenfalls nichts, was zu einem Pfiff hätte führen können. Dortmund mit der besseren Anlage. Schöne Konter. Da steht DD. Keiner ist bei ihm. Wo ist Paul Freier? Flanke! Frings ist da! 29. Minute, der Pfosten. Bisher die attraktivste Chance für die Mannschaft von Matthias Sammer. Frei zum Kopfball. Thorsten Frings. Pfosten, da wäre Van Dornhoven machtlos gewesen. Aber wie kann der DD da auch so freihändig und frei stehen flanken? Wieder Rosicki. Enormes Laufpensum. Wie er sich durchsetzt. Der lässt die Leute einzeln stehen. Dann auf Everton. Jetzt auf Koller. Doppelpass mit Everton. Der ist durch. Der ist durch. Und wieder vergibt er hier eine große Möglichkeit. Den muss er eigentlich machen. 30 Minuten waren exakt gespielt. Wunderschön die Einleitung. Zunächst Rosicki auf Everton. Jetzt das Doppelpassspiel der beiden. Auch ein Rezept gegen die Viererkette. Kalla kommt da zu spät. Und dann Everton. Na, ich glaube, der Kalla hat den Everton noch ein bisschen von hinten nachgeschoben, aber das war nicht entscheidend. Den hätte er machen müssen nach 30 Minuten. Also Dortmund bisher hier deutlich im Vorteil nach den Chancen. Aber jetzt der Konter von Bochum. Christiansen scheitert an Lehmann. Ball ist noch heiß. Reuter dazwischen und jetzt kommt Tapalovic. Und dann ist alles ganz kalt. Jens Lehmann. Er war der wahre Held in dieser Szene. Wir werden das nachprüfen, liebe Zuschauer. Hier. Christiansen. Vorbei an DD. Und jetzt ein wahrer Hingucker. Diese fantastische Fußabwehr von Jens Lehmann. Noch einmal. Christiansen. 6 Tore hat er gemacht schon in der Bundesliga und 2 Vorlagen gegeben. Thomas Christiansen. Da ist der Ball immer noch unterwegs. Und jetzt das vergebliche lange Ding von Tapalovic. Dann war es vorbei. Er scheiterte an einem Weltklasse-Mann. Das bringt Ruhe. Matthias Sammer. Wenn man weiß, dass man so einen hinten hat. Schlussphase der ersten Halbzeit. Freistoß Bochum. 4 Mann stehen da. Sören Kolding wird gleich ausführen, wenn Herr Steinborn alles im Griff hat. Jetzt kommt gleich der DD, wie ein Tiefflieger aus der Mauer herausgeschossen. Hohes Verletzungsrisiko gegen Kolding. Der hat sich zum Glück da nicht wehgetan. Der Pfiff von Steinborn. Und jetzt wird es ein bisschen schwurbelig. Ja, wo eine Kamera steht, liebe Zuschauer, ist irgendwann auch ein Tumult. 45. Minute. Dann war aber alles wieder unter Kontrolle. Steinborn hatte gepfiffen, zu frühes Rauskommen von DD. Er hätte auch was anderes pfeifen können. Kolding tat sich nicht besonders weh, konnte weiterspielen. Dann der Freistoß, diesmal ausgeführt von Wosch. Die letzte Aktion im ersten Durchgang, 0:0. Das war dann auch der Pausenstand. Die Zuschauer sahen ein schnelles, ein bewegtes, ein kampfbetontes Spiel mit großen Tormöglichkeiten allerdings. Das Ergebnis steht noch aus und Sie sehen, liebe Zuschauer, der Himmel meint es nicht gut mit dem Fußball in Bochum. Regen über dem Revier. Wir laufen drunter her und steigen gleich ein in den zweiten Durchgang. Beide Mannschaften unverändert. Und Dortmund gleich wieder mit dem Vorwärtsdrang. Unkontrollierte Abwehr von Kalla. Da haben wir wieder Rosicki auf Frings. Schöner Querschuss von Thorsten Frings, der sehr viel über die rechte Seite kam.
das kennt er ja von der Nationalmannschaft, Thorsten Frings. Hier mit dem linken. Kalla wirkt schon ein bisschen langsam und unbeweglich. Ist natürlich, wie soll ich sagen, hinten schon eine Kante da in der Abwehr. Jetzt aber Paul Freier. Christiansen, wieder Thomas Christiansen. Der hat alles, was ein guter Stürmer braucht. Was ihm vielleicht noch fehlt, sind 10 cm in der Größe. Aber der Kopfball war prima. Freier, schön. Christiansen steigt gut hoch. Platziert den Ball auch gut, aber unten liegt Lehmann. Tolle Form von Jens Lehmann. Aktion von Christiansen ohne Fehl. Wunderbar abgehoben, den Ball schön nach unten gedrückt, aber erneut an Lehmann gescheitert. Darius Wosch, großer Radius, immer wieder Anspielstation. Und dann ist es Buckley, erneut Delron Buckley. Der sollte ja am Wochenende für Südafrika unterwegs sein. Dann gab es eine Magen- und Darmverstimmung. Auf dem Attest jedenfalls. Deshalb konnte er nicht fliegen und konnte heute für den VfL Bochum spielen. Bisher nicht so effektiv. Hier hat er Pech mit diesem Schuss, Darren Buckley. War die 63. Minute. Wieder Dortmund. Frings ausgewichen. Everton. Everton gegen Kalla. Und dann muss Van Dijkhoven raus. Kalla kriegt das nicht geregelt gegen diesen flinken und wuseligen Everton. Van Dijkhoven ohne Fehl und Tadel bisher. Und dann der Wechsel. Neururer zeigt es an. Nach 70 Minuten. Christiansen raus. Er hatte gesundheitliche Probleme, konnte nicht voll trainieren in den zurückliegenden 14 Tagen. Und daher wohl heute ein bisschen unter seiner Glanzform. Aber zwei große Möglichkeiten hat er gehabt, die Jens Lehmann zunichte machen. Hashemian, der neue Mann, jetzt vorne drin in der Spitze. Wahid Hashemian, ein Joker mit Erfolgsgarantie. Zweimal hat er schon getroffen, nachdem er eingewechselt wurde. Paul Freier. Bochum jetzt stärker werden. Ah, schöner Steilpass von Bosch. Ja, wenn er den hätte mitnehmen können, Paul Freier. Einer der deutschen Hoffnungsträger im Team 2006. Das sieht Werner Altegoer genauso. Ja, ja, da hat nicht viel gefehlt bei diesem Querpass von Bosch auf Freier. Da hat sich Heinrich wehgetan. Spiel geht weiter. Ivan Nilsson. Kalla. Dann Koller. Scheint so, als habe er da Kehl angeschossen, aber eigentlich traf er Kalla. Hier, schwache Kopfballabwehr von Kalla. Und dann Koller mit diesem Versuch, der da von Kalla noch abgewehrt wurde. Der Eckball brachte nichts ein. Da haben wir wieder Kolding. Schießt Reuter an. Wieder Everton. Everton gegen Kalla. Und dann Fahrenhorst hinter ihm. Stand Koller. Ja, das wäre es dann wohl. Das wäre es dann wohl gewesen. 82. Minute. Dann musste Everton raus. Und für ihn kam Billy Rayner. 13 Monate hat der nicht mehr gespielt. 13 Monate. DD beim Freistoß. Und da ist er, Billy Rayner. Es war die letzte Aktion in diesem Spiel. 0:0 das Endergebnis. Christian Burns musste gar nicht mehr rein. Er ist auf jeden Fall wieder gesund und gehört zum Kader. Es war ein 0:0 der besseren Kategorie. Das Spiel war schnell. Es war inspiriert, wir haben schöne Torraumszenen gesehen, leider keinen Treffer. Kompliment an beide Mannschaften, insbesondere auch an den VfL Bochum. Und meine Kollegen Michael Schulz und Ecki Häuser haben mal nachgefragt.
Matthias Sammer, Sie waren gewarnt vor diesem VfL Bochum. Haben Sie aber ernsthaft mit so viel Widerstand gerechnet? Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist nicht Warum? Ernst. Wir spielen hier in der ersten Bundesliga. Die haben in Leverkusen überragend gespielt. Die haben Cottbus hier weggehauen. Die haben in Nürnberg überragend gespielt. Deshalb kann ich die Frage bei allem Respekt nicht ernst nehmen. Ja, der VfL Bochum hat groß aufgespielt in der zweiten Halbzeit und hat vor allen Dingen bis zur letzten Minute Widerstand geleistet. Das ist ja schon ein Unmenschlich. Ja, meinen Sie, die trainieren nur einmal in der Woche? Die trainieren jeden Tag, sind Vollprofis, haben exzellente Spieler. Keine Frage. Das heißt, Sie sind mit dem Resultat zufrieden? Nein, ich wollte gewinnen. Was hat Ihnen gefehlt? Killerinstinkt. Peter Neuro, haben Sie das Gefühl, dass der Traum noch mal endet? Welcher Traum? Ich weiß gar nicht, von welchem Traum wir reden. Wir haben heute verdientermaßen gegen den deutschen Meister einen Punkt geholt. Das kann kein Traum sein. Das ist das, was wir uns erarbeitet haben. Hilft so ein Unentschieden trotzdem? Zumindest hat man nicht verloren gegen einen starken VfL Bochum. Wenn wir Samstag gewinnen gegen Schalke, dann ist es in Ordnung. Das heißt, heute ein Punkt zu wenig, aber gegen Schalke kann man es wieder gut machen. Ja, es kommt darauf an, wie man das verpackt. Ein Punkt kann manchmal Gold wert sein, ne? Das ist wie letztes Jahr. Okay, danke. Ja? Ja, das ist doch schön, wenn er am Schluss noch lacht, der Matthias Sammer. Er klatscht Beifall den Bochumer Fans. Solche Statements, wie wir sie gerade gehört haben, werden wir demnächst noch in Zeitlupe senden können, liebe Zuschauer. Das war's aus Bochum. Und jetzt zunächst zurück nach München. Ein Unentschieden, mit dem alle leben können, nur Matthias Sammer nicht. Aber für die Bochumer war es wahrscheinlich doch wirklich wertvoller. Denn sie haben sich heute schon den Klassenerhalt gesichert. So jedenfalls könnte man meinen, wenn man unseren Statistikern folgt. Es ist nämlich noch nie eine Mannschaft abgestiegen, die in eine Saison einstartete mit 3 Siegen und einem Unentschieden. Für Dortmund, auch das sei noch ganz kurz gesagt, war es die erste Auswärtspartie ohne Gegentor in diesem Jahr 2002. Gleich gibt's dann Treffer reichlich bei Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach und wir haben natürlich auch noch das Münchner Derby für Sie, auf das Sie mit Sicherheit alle warten. Es ging richtig zu im Olympiastadion, auf die rustikale Art, Aufruhr im Strafraum. Was dahinter steckte, das zeigen wir Ihnen natürlich auch in Rang. Geht's weiter mit AXA. AXA für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Gestreifte Hemden für 12 Euro. Hemdenwoche jetzt bei C&A. Klaus Thaler. Alles, was ein Mann braucht. In jedem steckt ein Selbermacher. Hagebaumarkt, mach dein Ding. König Pilsner. Das König der Biere. Hier ist Tom. Mike hier. Ich bin ein starker Typ. Bist du auch ein starker Typ? Dann mach mit beim großen Fisherman's Friend Gewinnspiel. Anrufen, Losung merken und bei Rückruf von Fisherman's Friend gewinnen. BetAndWin.de, das Spiel beginnt. Live-Wetten bis zur 89. Minute mit ständig aktuellen Quoten. Jetzt neu zum Bundesliga-Start beim Live-Ticker von Sport1. BetAndWin. Wollen wir wetten? Bei Sport1.de. Wir sind jetzt auch drin. Willkommen. Sie haben Post. Mit AOL ist man im Internet nie allein. Die Buddy-Liste ist genial. Man kann immer sehen, wer noch drin ist. Wir schicken uns einmal Telegramme. Das geht noch schneller als E-Mail.
Der Service bei AOL ist total super. Da kannst du immer anrufen, 24 Stunden. Die Kindersicherung, die finde ich richtig klasse. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Bis bald. AOL mit 35 Millionen Menschen weltweit Nummer 1. Mit der harten Wäsche, das ist ein echtes Drama. Das ist sowas von hart und steif, wie wenn ich in so ein Kalkgemäuer einsteigen müsste oder ein Panzer, den man um sich drum hat. Jetzt neu gegen Faserkalk. Calvone Aqua Pro Tabs mit dem einzigartigen Aqua Pro Ball. Nur sie stoppen den Aufbau der Kalkpartikel so, dass sie durch die Fasern abfließen. Für mehr Geschmeidigkeit. Auf Wolke 7 schweben und dann da drin liegen. Wäsche und Maschine leben länger mit Calvone. Stell dir vor, das aus der Idee, Licht in jedes Haus zu bringen. Das Unternehmen RWE geworden ist. Stell dir vor, dass RWE Haushalten ermöglicht, ihren Strom mit Naturgas selbst zu produzieren. Mit eigenen Brennstoffzellen. RWE. Immer was zu tun. Im Grün versinken. Landen im Gefühl. Ganz unbeschwert, ganz leicht. Das echte Spüren. Saftig. Pur. Frisches Brot belegt mit hauchdünnem Finesse. Sinne an. Entdecken. Schmecken. Einfach gut. Komm ins Hertha-Genießerland. Neu im Hertha-Genießerland. Fein gegrillte Finesse-Spezialitäten. Rauchzart-würziger Genuss. In drei Variationen. Ich habe ein Problem. Das ist meine Familie. Oh, das ist allerdings ein Problem. Nein, nein, nein. Es ist so. Wenn meine Tochter surft, kann ich nicht telefonieren. Und wenn sie nicht surft, dann telefoniert meine Frau. TISDNXXL. Zwei Leitungen. Da können Sie auch telefonieren, wenn Ihre Tochter surft oder Ihre Frau schnatter telefoniert. Und sonntags telefoniert die ganze Familie für nur 0 Cent. Und wenn meine Frau telefoniert und meine Tochter surft? Ja, haben Sie ein bisschen Zeit für sich. Für Malereien? Jetzt über www.telekom.de bestellen und 10 Euro sparen. Der große Sat.1-Film. Geschichten. Scheiße, da ist ein Kind im Auto. Die bewegen. Muss ich jetzt Hilfe schreien? Wieso, haben Sie Angst vor mir? Nein, aber vielleicht sollten Sie Angst vor mir haben. Sie kennen den Toten? Kaum, obwohl er mein Vater war. Geschichten. Ich liebe dich, ich liebe dich. Die berauschen. Geschichten, die verzaubern. Du kannst hexen, oder? Wie kommst du denn darauf? Hallo, Papa! Und Geschichten, die überraschen. Geschichten, auf die Sie sich freuen können. Der große Sat.1-Film. Im Herbst, Woche für Woche mit einer Weltpremiere. Immer dienstags, 7:45. In Sat.1. Powered by Emotion. Weiter geht's. T-Sports von T-Mobile wünscht packende Tore und Spiele. Da guckt er noch ganz fröhlich, aber trotzdem gab es kleinere Irritationen für Huub Stevens, denn bisher war seine Reise als Kapitän unter neuer Flagge nur auf dem Spreedampfer relativ entspannt. Als es dann aber auf große Fahrt gehen sollte, liebe Zuschauer, da lief einiges schief bei Hertha BSC. Noch kein Sieg in der Bundesliga, das aus dem Pokal und viele Personalprobleme in der Abwehr. Heute sollte nun Schluss sein mit der Dümpelei und als äußeres Zeichen dafür setzte Stevens auch gleich ein Signal. Er zog nämlich seinen Weltmeister aus der Wundertüte. Luizão, der Brasilianer, mit seinem ersten Spiel in der Startelf in der Fußball-Bundesliga. Ob es das genützt hat, das sagt Ihnen Erich Laser. Hier ist der Bericht von der Partie gegen Mönchengladbach.
Sonderschichten hat der Weltmeister eingelegt, um fit zu werden. Und der Lohn heute erstmals in der Startformation in der Fußball-Bundesliga. Mit Gottes Hilfe wird es schon klappen. Hertha heute mit zwei Spitzen, einem breiten Mittelfeld mit offensiven Außen. Und in der Regie sein Landsmann Marcelinho. Hertha also in Blau-Weiß, Marcelinho am Ball, das ist Hartmann, der spielte rechts im Mittelfeld und dann wieder Marcelinho. Über ihn läuft ja dieses Spiel. Hier sein Sonderbewacher Hausweiler und der erste Schussversuch des Brasilianers in der fünften Spielminute. Borussia Mönchengladbach im 4-3-3-System mit der gleichen Elf, die Kaiserslautern 3-0 geschlagen hat. Da ist Markus Münch, der spielt in der Viererkette hinten links und da kommt peinlich. Das sah nicht so ganz sicher aus, das gibt Ecke und zwar eine, die man zeigen muss. Münch, dann Friedrich und dann fällt Aidu. Und Schiedsrichter Sippel zeigt auf den Punkt, Strafstoß für Borussia Mönchengladbach. Dazu die gelbe Karte für den Übeltäter. Und jetzt geht ihnen gleich ein Licht auf. In der Mitte, Beinlich zieht gegen Aidu, richtig gesehen vom Schiedsrichter. Elfmeter gegen die Mannschaft von Hüb Stevens. Markus Münch tritt an gegen Gábor Kiray. Neunte Minute, drin. 0-1. Münchs fünfter Elfmeter in der Bundesliga. Alle fünf hat er verwandelt. Da hat sich die Reise in die Hauptstadt also schon mal gelohnt. Platziert, sicher geschossen. Kiray fliegt gut, aber vergeblich. Die Gladbacher Deckung stand bis dahin sicher. Von Berlin kam nichts Zwingendes, wenig Konstruktives. Die Gäste spielten taktisch sehr diszipliniert. Und Luisao, hier sein Auftritt gegen Jeff Strasser. Und das gab Freistoß für die Gäste. Luisao und Preetz, die beiden Spitzen der Berliner. Und am Ball steht wieder Markus Münch. Und da kommt Nene, der dritte Brasilianer im Team. Wieder eine Ecke, aber eine, die man nicht unbedingt zeigen muss. Kurz danach achten Sie oben auf Nene, den Brasilianer. Da ist er am Ball. Und dann humpelt er. Und dann greift er sich an den Oberschenkel und dann ist es vorbei. Auf Schalke hat er sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Es war ein Risiko, ihn heute wohl spielen zu lassen. Ein Risiko, das sich nicht ausgezahlt hat. Die alte Verletzung wieder aufgebrochen. Nene schon nach 27 Minuten draußen, gesellte sich zum Abwehrlazarett neben Simonic, Schmidt und Lapaczynski. Der neue Mann ist Pal Dardai. Hier sein erster Auftritt, der Ungar gegen Aidu. Auch das gab Freistoß für die Gladbacher. Dardai jetzt im Mittelfeld, Marx nach hinten rechts in die Abwehrkette und wieder Markus Münch. Nicht so schlecht. Eine Partie mit wenigen Höhepunkten aus dem Spiel heraus. Standards sorgten für Gefahr. Kozinitz wurde dann eingewechselt für Aidu, der war kurz danach auf die Schulter gefallen, musste ausgetauscht werden. Und die Berliner bis hierhin, wir sind in der 35. Minute, ähnlich schwach wie in der ersten Hälfte der Desolaten gegen den VfB Stuttgart. Der lange Ball geht Richtung Michael Preetz, der Captain gegen Strasser. Der freundliche Jeff Strasser, immer mal für einen kleinen Schubser gut. So auch hier gegen den Kapitän der Hertha, Michael Preetz. Das gab Freistoß für die Berliner nach der Aktion des Luxemburgers. Und für Freistöße, da haben sie Marcelinho. Aufs Tor gezogen, aber kein Problem für Stiel. Die letzte Szene der ersten Hälfte, nochmal die Gladbacher mit Joris van Hout. Außen geht der eingewechselte Kozinitz. Und dann Beinlich. Dann waren die ersten 45 Minuten rum, 0-1 aus Berliner Sicht. Hören Sie mal die Fans. Sie wollten sie kämpfen sehen und spielen sehen, das hatten sie bisher nicht erlebt. Und symbolisch für die Berliner Hertha im September der Blick ins Gesicht von Marco Rehmer. Angeschlagen, bemüht, aber bisher absolut erfolglos.
Der Trainer und der Manager schon im Krisenmanagement am vierten Spieltag. Erste Entscheidung in der Pause. Alex Alves kommt ins Spiel für Beinlich und damit drei Spitzen bei Hertha. Bisher waren die Berliner nicht torgefährlich. Erster Versuch nach 5 Minuten. Standardsituation. Marcelinho. Und Stiel. Seit 16 Heimspielen Hertha unbesiegt, aber jetzt 0:1 hinten. 2 Minuten später. Es ging ein bisschen zügiger nach vorne über Bart Gohr, den Belgier. Alex Alves in die Mitte und das Preetz. Und dahinter Luisao. Der stand günstiger, aber gute Vorarbeit vom Brasilianer Alex Alves. Es wurde ein bisschen wuseliger. Aber dann, 2 Minuten später, ein hoher Ball von Torben Marx und in der Mitte Alves mit dem Versuch des Seitfallziehers und dann fällt er unglücklich auf die Schulter. Wieder 9 Minuten gespielt, diesmal im zweiten Teil. Wieder ein Tiefschlag. Alves ins Krankenhaus, das Bundesliga-Debüt von Bartosz Kavan. Hören Sie mal auf die Fans. Falko Götz, der Erfolgstrainer der letzten Saison, wurde gefordert. Aber es gab eine Ecke von Markus Münch und da kam Joris van Hout. 58. Minute. Sie haben ja 2 van Houts und das ist der ohne D. Sein 3. Saisontor. 2 Tore gegen Lautern und jetzt hier der Treffer nach Vorarbeit von Markus Münch. Und da Marx getunnelt. Hartmann sieht unglücklich aus. So läuft's, wenn es eben nicht läuft. Vor 20 Jahren gewann Gladbach zuletzt in Berlin durch Tore eines gewissen Armin Fee und eines Lothar Matthäus. Und jetzt lagen sie wieder 2-0 vorn. Arne Friedrich beim Einwurf. Hertha bemühte sich. Kavan, Aluminium. Seit August letzten Jahres haben sie in jedem Heimspiel mindestens ein Tor erzielt. Aber hier Glück für Gladbach, Pech für den eingewechselten Polen. Aluminium im Weg. Das war es aber für eine ganze lange Zeit mit der Offensivarbeit. Noch 10 Minuten zu spielen. Über Rehmer geht es nach vorn. Dardai. Und dann das lange Bein von Jeff Strasser. Der Luxemburger stabilisiert die Innenverteidigung bei Gladbach. Ist aber immer mal, wie hier, für einen kleinen, unsauberen Einsatz gut. Foul an Dardai. Freistoß. Und da haben sie ja Marcelinho. 80. Spielminute. Aluminium und da steht Preetz. Der Lange, kurz vorher angeschlagen. In 6 Spielen gegen Gladbach hat er jetzt 8-mal getroffen. Das nennt man wohl Glücksbringer. Da musste stehen und den Kopf hinhalten. Der Anschlusstreffer. Michael Preetz mit dem Tor zum 1:2. Und Hertha wollte jetzt natürlich den Punkt. Ging nach vorn, war hinten offen und es kam der Konter von Borussia Mönchengladbach. Über Ulich in der Mitte, Joris van Hout. Der Pass, der Pfiff, abseits. Schneller spielen, schneller spielen. Und er hat recht, der van Hout. Assistent Hufgaard hat es richtig gesehen. In der Mitte van Hout klar im Abseits. Aber es reichte für die Gladbacher. Der erste Sieg seit 20 Jahren in Berlin war perfekt. Sie haben taktisch diszipliniert und konzentriert gespielt. Über 90 Minuten ein solides Spiel gegen eine einfallslose Berliner Elf. Eik Galay mit Markus Münch. Sie sind am Samstag 30 Jahre alt geworden. Ist das der beste Markus Münch, den es je gab in der Bundesliga? Ja, wie gesagt, ich habe einen hervorragenden Lauf momentan. Die Spieler werden immer jünger und schneller und dynamischer, die jetzt momentan von der Jugend hochkommen. Man muss immer mehr machen im hohen Alter. Und ich habe ja nicht mehr so viele Jahre vor mir. Ich glaube, ich kann dieses und nächstes Jahr noch mal richtig Gas geben. Bei Hertha läuft viel über Marcelinho. Der lief viel, aber es lief trotzdem nicht viel bei Hertha. 2 der 4 Brasilianer neu verletzt, 4 Spiele, kein Sieg für Berlin. Der angestrebte Spitzenplatz ist ganz weit weg.
Ein verpatzter Saisonstart für die Mannschaft aus der Hauptstadt, die mit so einem hohen, einem so großen Anspruch angetreten war. Mindestens einen Champions-League-Platz wollten sie haben am Ende der jetzt laufenden Saison. Nun aber kann ich mir vorstellen, nachdem der Start ähnlich verpatzt ist, zumindest zu Hause wie im letzten Jahr, dass sogar die ganz harten Kritiker den neuen Trainer schon mal nachfragen. Es ist ja so eine Situation. In der letzten Saison, Sie werden sich erinnern, hat Hertha sogar die ersten beiden Heimspiele verloren, kam trotzdem noch zumindest auf einen UEFA-Pokalplatz. Aber mit dem neuen Trainer, da erwartet man einfach mehr. Hören Sie mal, was nach dem Spiel passierte. Der Schlusspfiff in Berlin, ein bitterer Anfang für Huub Stevens. Die Hertha-Fans forderten nach nur 4 Spieltagen seinen Kopf. Da stehe ich darüber, was da gerufen wird. Das ist nicht nur, wenn du in der Euphorie bist, dass man gewinnt, stehe ich da drüber. Und ich stehe da auch drüber, wenn es mal nicht gut ist. Alle Spieler der Hertha sehr schwach, aber nicht alle sprachlos. Ja, ich weiß es nicht. Das Kuriose ist ja das, was wir in der Vorbereitung im Ligapokal gezeigt haben. Was jetzt los ist, was für eine Blockade wir haben, ich kann es auch nicht sagen. Aus der Kabine kamen sie zum Auslaufen wie verprügelt. Trainer Stevens und Manager Dieter Hoeneß waren laut und deutlich geworden. Ganz klar, mit Schönreden ist nichts getan und mit nett miteinander sein ist auch nichts getan. Das wird schon sehr, sehr klar angesprochen werden. Das sage ich ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr enttäuscht. Vor Huub Stevens liegen schwierige Spiele, das nächste in Bielefeld. Und dabei sah es doch vor gar nicht allzu langer Zeit noch sehr gut aus. Sie werden sich erinnern, und das ist auch noch nicht so lange her, die Hertha hat den Ligapokal gewonnen. Das war die erste Amtstat des neuen Trainers aus Holland. Gleich, meine Damen und Herren, Werder Bremen gegen den 1. FC Nürnberg und natürlich speziell für Sie das Prestigeduell. Lieber tot als rot. So gegen 60 zu spielen und 60 schlagen, ist hier noch was Besonderes. Da geht's immer heiß her, da geht's zur Sache. Gegen 60 zu gewinnen, also das ist eine Frage der Ehre. Gleich in Ran. Bayern gegen 1860 München. Gleich geht's weiter mit AXA. AXA für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Der Fix scheint sicher schon etwas gelegt zu haben. Sind schon viel besser. Die Anstalt zurück ins Leben. Ab Donnerstag in Sat.1. Puddys Kugelhupf. Der Klauf stürzt dich drauf. Ja. Puddys Kugelhupf von Campina. Alpina Weiß, jetzt als 11 Liter Sondergröße. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Alpina Weiß, Europas meistgekaufte Innenfarbe. Elegant auf den Straßen. Souverän, wo es keine gibt. Ändert Ansichten. Der neue Kia Sorento. Irgendwann muss man anfangen, sich seine Wünsche zu erfüllen. Was sagen Sie? Wenn man Fernsehen neu erfinden könnte, wie sollte es aussehen? Ihr Fernseher wäre doch sicher wie ein großes Kino. Mit 7 Kinosälen. Sie entscheiden sich ganz spontan, welchen Film Sie sehen möchten. Und keiner davon ist ausverkauft. Jeden Monat große Filmpremieren. Natürlich ohne Werbeunterbrechung. Cool. Jeden Tag Kino-Highlights von Action bis Romantik. Es ist einfach so schön. Was wäre noch anders? Ihr Fernsehsessel gehörte zu den besten Plätzen im internationalen Sportgeschehen.
Sie würden jedes Bundesligaspiel live erleben und jede Entscheidung hautnah mitverfolgen. Sie wären auf allen Tribünen gleichzeitig und immer genau da, wo es am spannendsten ist. Hier ist was los! Und was, wenn es das alles schon längst gibt? Sichern Sie sich jetzt mit Premiere das Fernsehen der Zukunft und rufen Sie gleich an. 0180 55 100 00. BetandWin.de. Das Spiel beginnt. Live-Wetten bis zur 89. Minute mit ständig aktuellen Quoten. Jetzt neu zum Bundesliga-Start beim Live-Ticker von Sport1. BetandWin. Wollen wir wetten? Bei Sport1.de. Diamanten glänzen ewig. Gläser können bei häufigem Maschinenspülen trüb werden und lässt es sich nicht mehr entfernen, ist das Glaskorrosion. Davor schützt jetzt Calgonit Protector. Die Weltneuheit gegen Glaskorrosion bewahrt den Glanz Ihrer Gläser. Für je 50 Spülgänge. Jetzt neu Calgonit Protector, der einzigartige Glasschutz. Links. Vor. Rechts. Rechts. Scharf links. Rechts, links, vor. Rechts. Vor. Duell 2002. Der Kanzler im Exklusivinterview. Peter Limburg und Astrid Vohloff sprechen mit Gerhard Schröder. Der Kanzler kämpfe. Und wir werden das lösen. Genau ein Jahr nach dem Terrorangriff, einen Monat nach der Flut, 11 Tage vor der Wahl. Wofür steht der Kanzler? Duell 2002, das Exklusivinterview mit Gerhard Schröder. Morgen 16.15 Uhr. N24, werden Sie Augenzeuge. Der Sat.1 Texttipp. Alle Spiele, alle Tore. Alle Infos zur Bundesliga erhalten Sie ab Sat.1 Textseite 220. Die aktuellen News, Statistiken und Hintergründe zum jeweiligen Spieltag. Sat.1 Text. Alle Infos aus erster Hand. Ich bin im Auftrag der Staatssicherheit in diesem Institut untergebracht. Wenn du denkst, der Kampf ist mühselig und nicht aussichtslos, dass es die Stasi noch gibt. Ich habe alle notiert. Und nur du die Verschwörung erkennst. Wir müssen vorsichtig sein. Name? Sämtliche Vorgänge sind hier dokumentiert. Hast du dann Menschen, die dir helfen? Ich benötige eine Überwachungskamera. Provokateur vom Bundesnachrichtendienst. Ich? Ja, ich kann so nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten. Erich lebt in seiner eigenen Welt. Aber er ist nicht allein. Die Anstalt, zurück ins Leben. Ab Donnerstag in Sat.1. Powered by Emotion. Weiter geht's. T-Sports von T-Mobile wünscht packende Tore und Spiele. Bundesliga-Premiere für einen vermeintlichen Superstar. Johan Miku. Französischer Pass, holländischer Vorname, englischer Rufname. Alle Welt nennt ihn nur Joe. Heute gab er seinen Einstand für Werder Bremen in der Partie gegen den ersten FC Nürnberg. Und nach dem durchwachsenen Start seines neuen Teams galt er natürlich auch sofort als der neue Heilsbringer. Das ist einer, der Fußball spielen kann, sagen sie an der Weser. Der ist nicht nur Europameister, sondern der kickt auch so. Er hat ein geniales Füßchen und dann reklamiert er auch sofort für sich auf dem Platz die Rolle des Chefs. Was soll also passieren?
Allerhöchstens steht da noch das kleine Sprachproblem in der Quere. Aber da hat Thomas Schaaf vorgesorgt, der Trainer von Werder Bremen. Er hat seine Mannschaft nämlich einen Tag früher als gewöhnlich im Hotel einquartiert. Kleine Integrationsmaßnahme für den neuen Mann aus Frankreich, damit alle ihn kennenlernen und er sich so ein bisschen an die deutsch klingenden Laute gewöhnen kann. Einer könnte sehr wohl profitieren von dem Franzmann. Markus Höhner stellt ihn vor. Für Mikus lange, schnelle Pässe bin ich der richtige Sturmpartner, schwärmt Ailton über seinen neuen französischen Teamkollegen. Und sein Trainer Thomas Schaaf sieht's wohl genauso. Ailton begnadigt und zurück in der Startelf. Schon ein wenig überraschend, was Bremens Coach hier heute so aus dem Hut zauberte. Neben Ailton nicht etwa der zuletzt so starke Karisteas zweite Spitze, sondern der junge Markus Daun. Christian Listesch überraschend doch in der Anfangsformation. Dafür Borowski draußen. Schauen wir auf Bremens ersten Angriff. Da ist Listesch und der sieht Miku. Sein erster Bundesliga-Torschuss für den SV Werder nach 2 Minuten. Er wollte spürbar gleich klare Zeichen setzen. Die passenden Worte hat er schon gefunden. Nicht die anderen müssen auf mich zugehen, sondern ich will und werde mich hier integrieren. Kein Stargehabe. Damit sammelt er Pluspunkte bei den Kollegen und noch mehr durch seine Spielweise. Nicht nur den Tänzer geben im Mittelfeld, sondern auch um Bälle kämpfen wie in dieser Szene. Da kommt Miku und holt sich selbst den Ball von Čirić. Blitzschnell dann der Pass auf Daun. Markus Daun. Der Innenpfosten rettet Nürnberg in der 7. Minute. Pech fürs Geburtstagskind. Daun wurde heute 22. Die Großchance entstand durch Joe Miku. Vielleicht nicht ganz regulär sein Einsatz, aber dann zeigte er seine Klasse. Keine Sekunde Bedenkzeit brauchte er für diesen klasse Pass auf Daun. Nur hätte der die ganze Sache vergolden müssen. Werder blieb die klar überlegene Mannschaft und der Neue stand im Mittelpunkt. Fast alles lief über die 10, über Miku. Da ist er. Körpertäuschung und der Pass auf Ailton. Kampa mit Problemen in der 16. Minute. Ailton erstmals gut eingesetzt von seinem neuen Chef im Mittelfeld. Nürnberg völlig in die Defensive gedrängt. Werder läuferisch und spielerisch die klar bessere Mannschaft. Und auch mit mehr Willenskraft, wie hier Listesch gegen Sané. Listesch! Nur die verdiente Führung fehlte. Da kam aber auch gar nichts vom FCN. Kakao, Čirić völlig abgemeldet. Die Gäste liefen nur hinterher. Und Miku, der machte, was er wollte. Klasse Pass von ihm auf Markus Daun. Da kommt Kuss. Klares Foul, klare Sache. Elfmeter für Werder. Die Entscheidung eindeutig korrekt. Kos ging klar auf den Mann und das auch im 16er. Aber die Entstehung, Respekt Herr Miku vor dieser Vorarbeit. Achtung, hier mit der Brust angenommen. Jarolim zupft noch und dann dieser Traumpass aus dem Fußgelenk. Die Folge, vielleicht die Führung, wenn Ailton jetzt trifft. Also Elfmeter Werder. Borowski verschoss ja in München, weil Ailton nicht spielte. Jetzt ist Ailton wieder da und... Er macht's, das tut gut nach all dem Theater mit den Trainern in den letzten Wochen. 1-0 Bremen, 30. Minute. Die längst fällige und hochverdiente Führung. Thomas Schaaf, er wollte mehr, verständlich, bei so klarer Überlegenheit. Und schon kam Werder wieder. Dieses Mal mit Viktor Skripnik, Popovic gegen Ailton. Und schon wieder Elfmeter für Werder Bremen, 8 Minuten nach dem ersten. Und dieses Mal, denke ich, lag Schiedsrichter Kemmling falsch. Für mich hat da Popovic nichts Irreguläres gemacht. Sei es drum, wieder Elfmeter für Bremen. Eben schoss Ailton und jetzt macht's Miku, der Neue. Und er krönt seine Leistung, aber zu früh gefreut, zurückgepfiffen. Schiedsrichter Kemmling gab den Treffer nicht. Links, Daltari soll zu früh in den 16er gelaufen sein, nicht zu beweisen. Also auf ein neues und wieder macht's Joe Miku. Miku und dann das. Johan Miku, er hätte diesen Treffer als Krönung seiner Leistung so sehr verdient gehabt.
Kamper war verladen. Miku traf genau aufs Aluminium. Trost von Ailton für Werders Besten. Und nochmal, kein Bildbeleg, ob der erste Elfmeter hätte nicht doch zählen können. Gibt's jetzt den nächsten Schock für Werder obendrauf. Freistoß Nürnberg, 41. Minute. Das ist Lars Müller. Lars Müller und Borrell. Glückwunsch FCN zum ersten Torschuss in diesem Spiel. Jetzt nur noch Sekunden bis zum Pausenpfiff. Werder. Das ist Miku, wer sonst? Klasse auf Ailton und der macht es eben nicht. Die Bremer hätten längst höher führen müssen, aber so blieb es zur Halbzeit beim 1:0. Gutes Spiel bei schlechtem Wetter und der Beste war ein Franzose. Joe Miku bis zur 30. Minute. Kein einziger Fehlpass. Die meisten Ballkontakte. Kreativ, überragend. In nur 45 Minuten eroberte er hier die Bremer Herzen. Die zweite Hälfte. Und wieder legte Werder sofort energisch los. Ailton. Uneigennützig. Schön. Auf Down. Wieder Nick Swartz mit dem persönlichen Geburtstagsgeschenk. So gut Werder war. Die Chancenauswertung ganz schön mager. Schau an, Nürnberg wollte auch nochmal. Mann, waren die bis jetzt schwach. Kein Zweikampf, kein Nix, kein gar nichts. Lars Müller. Und da ist Čirić. Und tatsächlich trifft er. Es gibt Dinge, die sind kaum zu glauben. Da rennt Werder pausenlos Richtung Nürnberger Tor und plötzlich trifft der FCN. Es war kein Abseits, Skripnik hob es auf. 1:1 in der 54. Minute. Welch ein Dusel für Nürnberg. Čirić, viertes Saisontor. Er ist da, wenn man ihn braucht. Tja, ihr Bremer, glänzend gespielt, klar überlegen und nun das. Wie stecken Sie diesen Ausgleichstreffer weg? Werden Sie jetzt hektisch? Skripnik auf Miku, ene mine mu und drin bist du. Das fehlte noch zu seiner absolut glänzenden Leistung. Sein erstes gültiges Tor für Werder. Die erneute Führung für Bremen 5 Minuten nach dem Ausgleich. Kein Abseits. Skripnik spielte genau im richtigen Moment. Klasse in die Gasse und Miku als Vollstrecker. Wenn die Stürmer schon nicht treffen, dann macht er den Job halt auch noch. Johan Miku, man kann es gar nicht oft genug sagen. Er spielte einfach überragend. Nochmal das Tor. Die Sache war wieder gerade gerückt. Aber Vorsicht, Ecke Nürnberg. Dieses Mal abgeblockt und dann rollt der Konter. Ailton, der Kugelblitz, wie der den Larsen stehen lässt. Ailton und... Patsch! Schlicht und ergreifend genial. 3:1, 65. Minute. Und sollten Sie sich jemals gefragt haben, warum man diese Kugel Blitz nennt, dann schauen Sie jetzt nochmal genau hin. Ailton, einfach irre, wie er mit Ball den Larsen da vernascht. Und dann der Abschluss obendrauf. Ailton, eine Klasse für sich. Genau wie er. Feierabend. Besser hätte sein Debüt kaum laufen können. Alle Mann aufstehen zum Applaus für Joe Miku. Das Bremer Publikum zu Recht begeistert vom neuen Mann. Für ihn kam übrigens Borowski. Nürnberg völlig zu Recht. Klar besiegt. Und Werder zeigte leichtfüßig Spaß am Spiel. Fabian Ernst auf Ailton. Sané im Ringkampf mit Ailton. So kann man den nicht stoppen. 4:1, 78. Minute. Dritter Treffer von Ailton. Sein erster Dreierpack in der Bundesliga. Tja, Sané überrannt und chancenlos gegen diesen Ailton. Der zeigt im zweiten Durchgang, dass er alles ist. Nur keine lahme Ente. Ailton hat sich heute die Wut vom Leibe geschossen. Der sitzt so schnell wohl nicht mehr auf der Bank. Das war's. Es brauchte ein Weilchen. Aber dann krönten die Bremer ihr tolles Spiel auch mit Toren. Das 4:1 für die schwachen Nürnberger sogar noch schmeichelhaft. Fabian Grebe sprach mit Bremens Helden. Alles korrekt mit Trainer.
und die heute ist wunderbar. Es macht wieder Spaß in Bremen. Natürlich, immer. Ciao. Ich war so froh, als der erste Elfmeter drin war und dann diese bittere Enttäuschung im zweiten Versuch. Diesen Fehler wollte ich unbedingt wieder gut machen. Schließlich wollte ich mein erstes Spiel mit Werder noch gewinnen. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass mir noch ein Tor gelungen ist. Ich bin heute wirklich sehr zufrieden. Joe Miku, er hat hier heute wirklich alle begeistert. Junge, Junge, da hat sich Werder aber einen echten Kracher geangelt. Andi Herzog hat einen legitimen Nachfolger gefunden und das auch noch ganz umsonst, ohne Ablösesumme aus Parma gekommen. Also ich denke mal, da hat Klaus Allofs wirklich ein Näschen gehabt, aber er hat ja auch Frankreich-Kontakte aus seiner eigenen ehemaligen aktiven Zeit. Die Werte des Johan Miku sind überragend. Werfen wir mal zusammen einen Blick drauf, dann werden Sie sehen. Er hat zwar eine Achterbahn der Gefühle hinter sich, ein Tor zählte nicht und dann hat er es trotzdem geschossen, sein erstes Bundesliga-Tor und an 8 Torschüssen oder Vorbereitungen war der Franzose aktiv beteiligt, der Mann mit den meisten Ballkontakten für den SV Werder heute auf dem Spielfeld. Also glänzender Einstand und wir können nahtlos übergehen zu dem Derby, auf das Sie schon den ganzen Abend warten. Im Münchner Olympiastadion war reichlich was los. Eine fast ausverkaufte Hütte. Nur 2000 Restkarten wurden von den Fans des TSV 1860 nicht abgenommen. Die trauen vielleicht ihrer Mannschaft nicht. Ob sie zu Unrecht nicht in der Arena waren, das sehen Sie gleich. Gleich geht's weiter mit AXA. AXA für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Gestreifte Hemden für 12 Euro. Hemdenwoche jetzt bei C&A. Puddies Kugelhupf. Deckel auf. Stürz dich drauf. Ja. Puddies Kugelhupf von Campina. Also, nächste Woche bin ich zurück. Ach, übrigens, dann wirst du mich heiraten. Bye. Alles im Griff. Der Ford Focus. Ford. Besser ankommen. Anpfiff für die neue Bundesliga-Saison bei Premiere. Erleben Sie jeden Samstag alle Spiele live und hautnah in der Konferenzschaltung. Für nur 5 Euro im Monat. Sichern Sie sich jetzt das neue Premiere-Start und genießen Sie die ganze Vielfalt von Premiere auf einem Kanal. Rufen Sie gleich an 0180 55 100 00. Bundesliga für alle. Premiere für alle. Diamanten glänzen ewig. Gläser können bei häufigem Maschinenspülen trüb werden und lässt es sich nicht mehr entfernen, ist das Glaskorrosion. Davor schützt jetzt Calgonit Protector. Die Weltneuheit gegen Glaskorrosion bewahrt den Glanz Ihrer Gläser. Für je 50 Spülgänge, jetzt neu Calgonit Protector, der einzigartige Glasschutz. Klaus Thaler. Alles, was ein Mann braucht. Gewinnen Sie eine 7-tägige Traumreise für 2 Personen mit dem Clubschiff Aida Cara zu den Kanarischen Inseln. Oder ein Jahresabo und einen Sharp LCD-Flachbildfernseher von TV Spielfilm, Ihrer 14-tägigen Programmzeitschrift. Alle Infos zu Run and Win auf Sat1 Textseite 296. Run and Win ab 14. September 18 Uhr in Sat1. Am Mittwoch schnappt die Falle gleich zweimal zu. Der König der Tiere, die er jagt, sind chancenlos. Kommissar Rex.
Sie sind die Elitegruppe des PKA. Die, die Sie jagen, sind im Visier der Zielfahnder. Sie spüren auf. Sie kreisen ein. Sie schnappen zu. Kommissar Rex im Visier der Zielfahnder. Morgen ab 20.15 Uhr in Sat 1. Weiter geht's. T-Sports von T-Mobile wünscht packende Tore und Spiele. Zum 17. Mal in der Geschichte von RAN und fast 200 Mal insgesamt das Münchner Stadtfest. Bayern gegen 60, die Blauen bei den Roten oder auch das Weißbier-Duell. Was war das noch für eine Rivalität, die mit Zuschauer als Beppo Hofeditz, Karl-Heinz Rummenigge als Rote Sau titulierte und sich dafür sofort eine Watschen einhandelte. Rummenigge flog übrigens natürlich auch gleich vom Platz. Inzwischen sind die Töne ein bisschen gemäßigter geworden. Man macht sogar Geschäfte miteinander, man baut zusammen ein neues Stadion. Aber eine Prestigeangelegenheit ist dieses Duell allemal geblieben. Stellen Sie sich mal vor, die Löwen würden heute gewinnen und die Bayern in der Tabelle überflügeln. Nicht auszudenken, die könnten sich morgen in der Stadt nicht sehen lassen. Komischerweise spielt allerdings heute auf dem Rasen kein einziger gebürtiger Münchner mit. Gut, dass wir von Rande aushelfen können, denn der Reporter ist einer, Thomas Herrmann. Ja, ja, es ist ein Jammer. 100 Jahre Münchner Derby und keiner mehr dabei aus der Landeshauptstadt. Das Lokalderby ist jetzt ein multikulturelles Globalderby geworden. 22 Jungs aus 10 Ländern versuchen, die Verwurzelung tief hinein in diese bayerischen Herzen zu schaffen. Der Rekordmeister ganz in Rot, nur in der defensiven Viererkette hinten mit zwei Wechseln. Ansonsten, wie gehabt, alle Zauberer mit dabei. Nach Fehler Meier, Pizarro jetzt am Ball. Da kommt Jeremy Salihamidžić. Ja, zu viel Kunst ist der Chancentod. Manchmal der Distanzschuss wäre jetzt besser gewesen. Direkt im Anschluss der Löwenkonter. Selbstbewusst raten sie auf im Vorfeld. Ja, nicht zu viel Respekt zeigen. Hässler auf Martin Max und Kahn leicht erschüttert vom Knaller des zweifachen Bundesliga-Torschützenkönigs. Nochmals gleich diese Szene. Hässler, Jeremies weit weg und Max nicht nur ein blanker Strafraumspezialist, nein, nein, auch schnelle Konter derzeit in seinem Repertoire. Die Gattin brachte ihm mit Verspätung die Brille, jetzt Durchblick bei Hoeneß. Ist es das Spiel des weißen Balletts gegen die deftigen blauen Schuhplattler? Ein bisschen Klischee muss schon sein beim Derby. Hässler stark, sieht Borimirov kein Abseits, die rechte Connection. Borimirov gegen Lisa Razou und Kahn, die Löwen in der Anfangsphase mit ganz breiter Brust. Karl-Heinz Wildmoser einmal vor Bayern, ein kleiner Traum von ihm. Neben ihm Sohn Heinzi. Thomas Hässler, 36 Jahre alt und derzeit nicht wegzudenken. Bei den Löwen Kufur bei Max. Hässler. Dahinter steht Max, 1:0 für 60, 14. Minute. Da ist erstmal der kleine Paukenschlag. Ja, die Löwen wirkten noch präsenter, entschlossener und verbissener als die roten Hausherren. Borimirov verlängert und vorher haben sie kurz Kufur bei Max gesehen. Da stand er aber nur ganz kurz, nicht 5 Sekunden später. Da war Max alleine. Hässler, Borimirov, Max, sein drittes Saisontor. Und wir schauen raus. Thomas Hässler, der Wegbereiter im Zentrum der Liebe der Löwen. Und dann rüber auf sein Spielmacher Pendant Ballack. Der Frust, der Schrei. Und draußen Ottmar Hitzfeld, seine Erfolgsbilanz heute bislang mit einem kleinen Kratzer. Bislang. Jeremies. Pizarro alleine, was macht der Torjäger da? Vollkommen baff wohl ob dieser Freiheiten. 60 München, jetzt 2 Punkte vor Bayern in der Tabelle. Für die Blauherzen eine unendliche Entfernung, wenn so bliebe. Bayern spielerisch ab und an, aber jetzt schon eine kleine Augenweide. Da blitzte schon vieles auf jetzt. Linke war das auf Lisa Razou.
Meier und Fehler, Borimirov, Elber frei. Elber und Jentsch, der lange Kerl, klaut Elber die Kugel vom einschussbereiten Fuß. Also nach 23 Minuten bereitet Borimirov die Ausgleichschance vor, aber Jentsch als Panther, Tiger, Löwe gegen den Brasilianer. Der Kaiser, morgen wird er 57. Ein klasse Derby mit Pfiff und Rasanz. Bayern drehte Minute für Minute jetzt an der Geschwindigkeitsschraube. Zé Roberto stark gegen Borimirov. Dieser Rasu Elba, 29. Minute. Und weiter ging es nur mit den Roten in dieser Phase. Elba, Salihamidžić, Pizarro, Salihamidžić und Jeremis Jentsch wird zum Teufelskerl, 30. Minute, aber Bayern bringt mit schnellem, präzisen Kombinationsspiel die 60er immer mehr in Bedrängnis. Die Dankeschöns für Jentsch im Minutentakt jetzt. Jeremis, naja, schulmäßig schaut es nicht aus, aber immerhin gegen den Lauf des tollen Jentsch gespielt. Wieder Rot, wieder Jeremis. Elba wartet, Zé Roberto, Elba und Jentsch wächst über den bayerischen Himmel über sich hinaus. Elba sieht sich von Meier gehalten, umgerissen und kommt mit Czerny ins Streitgespräch. Und dann sind die Kampfhähne in Stellung. Und jetzt brechen seit langem mal wieder die Derby-Dämme. Ein Tohuwabohu, jeder gegen jeden, aber Czerny gegen Elba, das wohl der letztlich auslösende Ausflip-Moment. Da fielen bestimmt beleidigende Worte. Ruhig, ruhig, alle Assis im Einsatz. Ruhe, oberste Derby-Pflicht jetzt. Die Szene nochmals, Zé Roberto verlängert und Meier deftig gegen Elba, aber auch andersrum, wohl hier links. Wir schauen nochmals auf den Chef im Ring, auf Ballack, seine heftige Beschwerde gehalten, dann ab ins Getümmel, aber alles dann doch mit Augenmaß und dann doch aus etwas sicherer Entfernung. Elber wollte Czerny an den Kragen, das sein tiefstes Bestreben für Sekunden, aber nur. Die Heißszene. Elba und Meier beide im Clinch mit den Händen. Puh, Fußball mal wieder, ja. In den letzten 9 Derbys ging es recht sanft zu. Nachdem zuvor in 7 Derbys 9 Spieler vom Platz flogen. Heute alter Pfeffer in der Hitze der Münchner Nacht. Und da sausen sie wieder, die Roten, nicht aufzuhalten. Drüben mit dem Kämpfer Jeremis. Salihamidžić und Borimirov von Schiri aus, zack, Sperren ohne Ball. Und das ist indirekter Freistoß und kein Elfmeter. Schauen Sie sich das mal in Ruhe an. Sperren war es, aber andere haben dafür auch schon einen Elfmeter gekriegt. Borimirov hatte nur Brazzo im Blick, ja, ja. Und drüben, Kahn hatte jetzt auch genug von den Schiris, zu viel Unglück auf einmal für Bayern. Und draußen, Michael Henke wurde von Hitzfeld beruhigt. Irgendwie durchatmen, Luft schnappen, Freistoß, Ballack, es ging weiter, ohne Ende. Dieser Rasu, Kufu, Hake, Jentsch, Pizarro und da ist Jentsch schon wieder der Sieger. Mein lieber Herr Gesangsverein, Note 1 für Jentsch in allen Gazetten des bayerischen Freistaates. Dieser hier, große Klasse, aber Bayern wirbelte die Löwen durcheinander. Selbst Kufu da vorne, effektiv, Pizarro und Jentsch. Hier, Jentsch, klasse. Alle Achtung. Aber Schiri Assi Josef Webers beschwerte sich bei Chef Aust, ob der immer noch deftigen Worte von der Bayernbank Kahn Sauer auf Bank Unschiris. Und da kommt der unparteiische Jürgen Aust
und geht zum Kapitän Kahn, um ihm klarzumachen, dass die deftigen Beschwerden ein Ende haben müssen. Fehler hin, Fehler her. Erklärungsnot. Die Hausherren drückten aufs Tempo und 60 konnte nur noch reagieren. Oft zu weit weg von den Bayern, aber diese auch läuferisch so stark und kreativ. Ganz, ganz schwer zu fangen, einzuholen. Salihamidžić, Ballack das. Und schon Sagnol wieder frei. Salihamidžić, da ist die Picke von Brazzo zum 1:1. Und wenn Brazzo in den letzten 13 Spielen getroffen hat, dann hat Bayern immer gewonnen. Das war schon weißes Ballett, fast keinen Vorwurf an die Löwen. Das ging alles so fix, so schnell. Da muss nicht immer die Abwehr schuld sein, wenn toll gespielt wird. Die Spitze, die Picke von Salihamidžić ins Ziel. Türk gegen Ballack zu spät. Schrot gegen Sagnol zu spät. Kurs gegen Salihamidžić, es war passiert. Michael Ballack leitete ein, ja, und wusste dann auch, wer genauso viel Anteil wie Brazzo hatte. Er geht zu Willi Sagnol. Dann zurück zum altbekannten Spielchen. Die Bayernbank war immer noch zu empört ob vieler Schiri-Entscheidungen und Kahn waltete seines Amtes und lief zu Michael Henke und überbrachte ihm die Schiri-Entscheidung weg von der Bank. Das war's. Heiße 45 Minuten Pause für alle. Zweite Halbzeit. Es war eine erste Halbzeit mit Tempo 180 für Herz und Pulsschlag. Gut so. Langweilige Derbys gab es auch schon genug. Der Löwenstart. Hessler zieht. Meier, der Schweizer Nationalspieler, hinten rechts für Czerny, der nach links vorne beordert war. Salihamidžić, schneller Wechsel der Seiten, passend zum Spiel. Salihamidžić. Hier Fehler, Pürk und Pizarro. Seine Laufwege wurden größer und gleichzeitig deshalb auch seine Torgefährlichkeit. Die neu formierte Löwenabwehr versuchte irgendwie Ordnung zu halten, aber jeder hatte mit sich alle Hände voll zu tun. Die Laufwege der Hausherren immer verwirrender. Meier schlecht gegen Nisarat. Elba und Pizarro, die Aufgaben sind verteilt. Die Wege passen schwer für alle, die dagegen sind. Ballack bringt Meier in tiefe Not. Dieser Rasu cleverer überlässt Seroberto und bei den Löwen war jede Zuordnung plötzlich vom Winde der Roten verweht. Reset bei Elba, Türk nicht bei Pizarro. Und er, Michael Ballack, wieder der frühe Wegbereiter. Geht dann nicht konsequent in die Spitze mit, sondern wartet clever, bis er jubeln darf. Mitmachen, nicht immer mittendrin sein. Die letzten vier Derbys hat Bayern gewonnen. 60 will diese Miniserie durchbrechen, aber wie gegen diese Flitzebogen. Seroberto schneller als Meier. Jensch, die absolute Nummer 1. Peter Pakult, Pio Mai. Es gibt halt noch bessere. Dann das Treffen von Ballack und Hessler. Ballack resolut zeigt dem Icke die Psyche. Bayern jetzt klar vorne. Der eingewechselte Puderer gegen den eingewechselten Hargreaves. Schauen Sie sich das an, die pure Not und Verzweiflung. Hargreaves. Borimirov. Pressschlag gegen Pizarro und Elba vernascht den zuletzt so starken Landsmann Costa. Das 3:1 in der 77. Minute macht vieles klar, was allmählich immer eindeutiger wurde. Das 3:1, ein Sammelsurium von Fehlern und Pech und Pleiten, aber es spiegelt auch exakt den Zustand in den Köpfen von Rot und Blau hier wieder.
Armer Jentsch, selten so ein tolles Spiel von einem Keeper gesehen. Heiße Zeit, Derby-Zeit, Elber-Zeit. Der Boss der 60er oben nimmt alles gelassen und schmunzelnd hin. Kahn. Und am nächsten Mittwoch ermittelt hier der Bulle von Tölz. Schlechte Nachrichten. Was? Denn der berühmte Unternehmer Glücksschorsch wacht zu Hause gefesselt neben seiner ermordeten Ehefrau auf. Alle Verdachtsmomente deuten auf ihn, doch er beteuert seine Unschuld. Der Bulle von Tölz, nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr, Sat.1, powered by Emotion. Jetzt geht's los mit AXA. AXA für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Alle Tore und topaktuelle Fußballnews präsentiert Ihnen T-Sports von T-Mobile. Bayern. Nach der Stadtmeisterschaft schon wieder ganz oben. Aber nicht allein. Es war ganz grandios für Bayern München, Punkte gleich mit VfL Bochum oben an der Tabellenspitze zu stehen. Gute Idee, meint Armin Fee. Seine Hansa müsste für Platz 1 nur mal eben Leverkusen schlagen. Wie viel Dampf hat der Blasengel gegen den HSV? Stefan Effenberg gibt sein Heimdebüt für Wolfsburg. Außerdem trifft der VfB Stuttgart auf Schalke 04. Und Hannover 96 hofft auf den Bubic-Effekt gegen Energie Cottbus. Der harte Hund von Betzenberg. Erik Gerritz Bundesliga-Debüt gegen Bielefeld. Wird aus Chaoslautern nun wieder Kaiserslautern? Na, dann geht's los. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei RAN. Englische Woche, zweiter Teil. Es wird mit Sicherheit eine schöne Zeit für Sie. An sich, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist die Bundesliga ja ein florierendes Unternehmen. Das werden Sie heute Abend auch noch sehen. Aber auch in so einem Konzerngebilde gibt es immer mal den ein oder anderen Sanierungsfall, wie zum Beispiel gerade Kaiserslautern. Doch nun soll alles anders werden beim FC Chaos. Schließlich hat man sich ja einen ausgewiesenen Krisenmanager geholt, René Jäggi. Und der hat in seiner Zeit, als er in der Industrie arbeitete, ganz knallhart begriffen, dass ein Turnaround nur möglich ist, wenn man Spezialisten an seiner Seite hat. Darum musste ein so erfahrener Trainer wie Erik Gerritz her und der machte heute sein erstes Heimspiel gegen Bielefeld auf dem Betzenberg. Erste Amtstat des Belgiers war allerdings, noch einmal die drei voraufgegangenen Partien seines neuen Clubs auf dem Video anzuschauen. Der Mann ist offensichtlich wirklich schmerzfrei. Fleißig dazu, aber da fehlt doch noch was, Jörg Dahlmann. Jetzt muss sich der neue Trainer nur noch Sympathiepunkte erwerben beim kritischen Pfälzer Publikum. Selbst Brehme und Rehhagel wurden zwar geachtet, aber nie innig geliebt. Die letzten, die dies schafften, waren Friedel Rausch und Kalli Feldkamp. Aber seien wir ehrlich, was sind das für Problemchen gegenüber dem, was letztes Jahr die Welt erschütterte? In allen Stadien heute wurde der Opfer der Terrorangriffe vor einem Jahr gedacht. Es war nicht nur ein Anschlag auf die USA, sondern auf die gesamte zivilisierte Welt. Auch bei uns in Deutschland haben die furchtbaren Bilder Trauer und Entsetzen ausgelöst. Wir werden alle diesen schrecklichen Tag und seine Opfer nicht vergessen. Die Erinnerung an den 11. September soll uns mahnen, gemeinsam mit allen Menschen im Kampf gegen den Terror nicht nachzugeben. Zum Spiel.
5 Änderungen beim rot gekleideten FCK gegenüber der Pleite in Gladbach, die meisten verletzungsbedingt. Die wichtigsten Personalien: Koch wieder im Tor, Lembi Libero der Dreierkette mit Riedel, Sforza und Hengen, den wir hier sehen, 3 eher defensive im Mittelfeld und Lincoln wieder genesen hinter den Spitzen Klose und Lokwens. Und wie sah es mit der Spielfreude aus beim FCK? 0, nix, gar nichts zunächst. In den ersten 20 Minuten gelang nichts. Ja, wo war denn das Gerätsfieber? Wo war denn der Schwung? Wo war denn der Umschwung? Bislang immer noch Fehlanzeige. Eine ganz schwache Anfangsphase. Auch Langeweile oben beim sogenannten Generalbevollmächtigten René Jäcki, der sich mit einem alten Bekannten ein Pläuschen lieferte. Maurizio Gaudino saß neben ihm, den Jäcki aus Basel kennt. Ist mit Gaudino etwas im Busche? Angeblich nicht. 25 Minuten gespielt. Jede Schachpartie dürfte lebendiger sein. Dann dies hier. Sforzas Vorstoß, gebremst von Bastian Reinhardt. Geklärt vor Klose. Dann knappe halbe Stunde vorbei, der neutrale Zuschauer rieb sich die Augen. Und das soll der neue FCK sein? Arminia Bielefeld bemerkte dies nun auch, dass die Gastgeber total verunsichert waren. Thomas Hengen klärte zum Eckball. Fatmir Fata, der zuständige Mann für die Fahnenfälle, er führt aus. Basler geklärt, aber zu pomadig. Dammeier. Und dann kommt der Ball zu Dabrowski. Kein Abseits. Riesenchance. Den Ball zwar gedrückt, aber zu stark gedrückt. Aber was viel bemerkenswerter war, 3 Bielefelder waren vogelfrei vor Georg Koch. Keine Abstimmung bei der FCK-Abwehr. Wo sieht man sonst so etwas? Koch lag schon am Boden. Das war eine sogenannte 100-prozentige. Blicken wir mal auf die Leitgeprüften, auf die Fans, ohne meinen Kommentar. Bielefeld mit sportlichem Aderlass im Sturm, Wichniarek verletzt, Brinkmann als Offensiver ebenfalls verletzt und Van der Veen hat seinen Mittelhandbruch, den er sich beim Rasenmähen zuzog, auch noch nicht auskuriert. Foulspiel von Reinhardt an Lokwens. Bei Türme in ihren Teams, Freistoß für Lautern. Gute Position und vielleicht können die Lauterer ja so das jämmerliche Gekicke ihres Teams beenden. Lincoln wird ausführen und wir sind gespannt. Naja, immerhin Richtung Tor geschossen. Der Sieger dieses Spiels hieß bislang Andreas Brehme, denn schlechter spielten sie unter ihm zuletzt auch nicht. Ich sag sowas selten, aber der Fußball der Lauterer war erbärmlich. Wieder Lincoln, 40. Minute. Dammeier, Denker und Lenker im Spiel, obwohl er links spielte hauptsächlich. Dabrowski, Doriča, der Sohn von Bumkuncha bei seinem Bundesliga-Debüt, Hengen und Dammeier. Zweite dicke Arminien-Chance, 0 auf der Gegenseite. Lautern konnte sich glücklich schätzen, dass Bielefeld so gnädig war. Ja, ich denke, 14 bis 15 andere Bundesliga-Teams hätten die Lauterer Lethargie ausgenutzt. Glück, Glück, Glück. Und immer wieder fehlende Abstimmung der FCK-Abwehr. Basler beim Einwurf. Albayrak, Sforza, Klose. Nochmals Klose vor Hein vorbei. Allerdings hätte eh nicht gegolten, denn Schiedsrichter Dr. Fleischer hatte das Foul von Klose an Torjus Hansen gesehen und geahndet. Das Ganze schauen wir uns noch einmal in der Zeitlupe an. Sie müssen rechts schauen, da nämlich findet der Zweikampf gleich statt. Rechts im Bild und das Foulspiel weggedrückt, weggeschubst. Tja, Halbzeit, eine beschämende Zwischenbilanz, 0 Chancen, ideenloses Spiel, leblos die Mannschaft, kreativlos. Und die Fans?
Tja, ja, viel Kredit hat der Erik Gerets nicht. Den muss er sich hart erarbeiten. Pause, dies ist Fritz Notas. Nächste Woche wird er 100 Jahre alt. Er ist Dauerkarteninhaber beim FCK und zum Fest hat der Rote Teufel seine Schwestern eingeladen. Die sind 96 und 98 Jahre und alle wie der Jubilar putzmunter. Klasse, Fritz. Aber da muss er sich mit 99 Jahren noch mit so einem Schmarren herum ärgern. Vielleicht jetzt nach dem Wechsel. 57. Minute, Lockwent setzt sich durch. Dann ist Klose am Ball. Klose, schön, Hein am Ball und Basler nagelt den Ball rein. Er nagelt ihn rein. Mit sehr viel Glück führt Kaiserslautern 1:0. Ja, der Mario. Schauen wir uns aber zunächst einmal hier Lockwens an. Setzt sich hier durch gegen drei Arminen, gegen Reinhardt, gegen Hansen und gegen Kauf. Dann Klose, klasse, gegen Dabrowski. Hat allerdings Pech, weil Hein gut hält. Aber dann, oh, der Basler in den Winkel genau hinein. So schießt nur der Mario. Und wir blicken auch mal zum Trainer, zum neuen Trainer, zu Erik Gerets. Erstes Betzetor, kurzes Zucken, kurzer Spurt. Aber kein Lächeln, kein Lachen, er freut sich nur untenrum. Trägt lediglich den Everdeen-Gedächtniszettel spazieren. Einer war übrigens nicht auf seinem Platz, der Generalbevollmächtigte. Ihn trieb es Gott weiß wohin. Also, nun wieder alles in Butter, so schien es bei den Betzebuben, aber wir halten fest, die Führung unverdient. Die besseren Chancen hat die anderen. Sforza hat hier geklärt, vorläufig, Kauf, raus zu Vata, Jabang, Reinhardt, Jabang und nach 170 Sekunden nach dem 0:1 der Ausgleich. Jabang will er gerufen werden, nicht Diabang, wie die meisten sagen. Jabang, Jabang, Jabang heiße ich, hat er vor dem Spiel gesagt. Und zwar Abseitsposition hier toll angenommen, dann ein bisschen Glück, dann Reinhardt und hier der schwarze Kopf ist im Abseits, aber schwer zu entscheiden für den Linienrichter. Im Gegensatz zu den Leichtathleten zählt aber hier im Fußball jedes Körperteilchen. Also, aber abgesehen von dieser Millimeterentscheidung, wie konfus die Abwehr hier agiert, der Lauterer. Die Roten schwimmen mit Harry Koch mittendrin, also da sahen sie alles andere als gut aus. Tja, und der Trainer? Die letzten Zuckungen vor dem Tor. Ja, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Am liebsten hätte er den Zettel weggeschmissen, den Zettelblock. Und dann überlegt er sich noch ein bisschen, wirkt gefasst, schüttelt den Kopf und weg damit, um ihn gleich wieder aufzuheben. Sforza und Lincoln, die nicht schlechter waren als die anderen, mussten raus. Dominguez und Ratinho kamen und beide Newcomer waren im Mittelpunkt der nächsten Szene. Das hier ist zum Beispiel Dominguez. Setzt sich durch und da ist Ratinho. Volley, fast so ein Ding wie zuvor bei Basler, aber eben nur fast. ...75 Minuten vorbei und Boszegi konnte sich nicht aufregen bei dieser Szene, führte gerade ein wichtiges Telefonat, hatte einen Knopf im Ohr. Die Schlussphase, Lautern fällt überlegen, aber glanzlos, ja fast hilflos, ohne Mumm. Dominguez versucht's. Klose, gut abgeschirmt, gut abgeschirmt. Und Dominguez hinters Tor. Immerhin Galgenhumor bei Lauterns Boss. Ach, wie schön war es doch beim FC Basel. Und nun dies. Tja, gute Nachricht für die Lauterer Fans. Einen Punkt haben sie zusammengewirkt. Für Bielefeld war mehr drin. So, und nun schauen wir mal, ob schön geredet wird. Michael Schulz und Martin Quast, bitte. Wie viel Zeit braucht die Mannschaft noch? Denn spielerisch, sind wir mal ganz ehrlich, war das nach wie vor ganz, ganz schwach.
Aber wir brauchen Selbstvertrauen. Man sieht ja, es wird nicht so den Ball gefordert, wie es eigentlich bei einer Mannschaft sein sollte. Und wie gesagt, wenn das Selbstvertrauen wieder kommt, das erlangen wir aber nur durch Siege, dann kommt auch das gute Spiel wieder. Wir haben uns schwer getan am Anfang, haben dann das Tor gemacht zum 1-0, wollten dann kontrolliert weiterspielen. Aber wir kriegen immer aus nichts eine Kirsche rein und dann wäre das Publikum unruhig und wir auf dem Platz dann leider auch. Warum hat dieser absolute Siegeswille da gefehlt? Ich kann es nur wiederholen. Es ist immer die gleiche Frage und die gleiche Antwort. Wir haben alles probiert und wir haben sicherlich die viel bessere Möglichkeit gehabt. Wir haben in der zweiten Halbzeit noch mit dem Ratine noch einen Lattenschuss gehabt. Sonst noch gute Möglichkeiten gehabt. Ich sehe das anders als ihr. Tja, und wir sehen es anders als Mario Basler. Die Statistik wird immer ein 1:1 bei Gerets Bundesliga-Debüt aufweisen. Aber das Wie, das war grauenvoll. Der Aufschwung ist ausgeblieben. Erik Gerets bleibt noch ein Berg voller Sorgen und Arbeit. Schlechte Bilanz für den FCK. Nach 4 Spielen ohne Sieg, das passierte zuletzt vor 14 Jahren. Wir wollen mal nachfragen beim neuen Trainer, wie er es dann empfunden hat heute Abend. Hier ist am Betzenberg Erik Gerets. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt sehe ich Sie. Herzlich willkommen. Ich bin sicher, bei unserem Publikum sind Sie genauso herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Gerets, ich bin sicher auch, Sie hatten mehr als ein 1:1 erwartet. War das ein ernüchternder Einstand für Sie? Ja, es ist schade, dass ich denke, dass wir die zweite Halbzeit bessere Momente hatten. Die erste Halbzeit sind wir gut weggekommen, denn da kann Bielefeld ein oder sogar zwei Tore schießen. Aber nach dem 1:0 hätte ich gehofft, dass die Mannschaft die Ruhe findet, um den Ball mal rund gehen zu lassen. Aber ja, vor dass wir gut standen, war es 1:1. Und dann am Ende haben wir noch einige Möglichkeiten, um das Tor zu machen. Und dann haben wir ja, die Latte getroffen und das war nicht genug. Also ich denke, dass 1:1, dass das schon gerecht ist. Was müssen Sie in der nächsten Zukunft noch ändern, damit Sie aus dieser Misere schnell herauskommen? Na gut, ich bin jetzt... Bitte? Was müssen Sie in nächster Zukunft ändern, Herr Gerets, damit Sie halt aus dieser Krise möglichst schnell herauskommen? Ja, wir müssen schnell mal ein Spiel gewinnen, denke ich. Und ich bin jetzt 4 Tage hier oder 5 Tage hier. Dann kannst du natürlich nicht viel ändern. Ich kann auch nicht sagen, dass die Jungs nicht gearbeitet haben. Aber es war viel zu unruhig, das ganze Spiel eigentlich. Und ich muss erst mal versuchen, Ruhe in die Mannschaft zu bringen. Und wenn das gelingt und vielleicht ein erster Sieg bald, dann wird es schon wieder besser gehen. Es orientiert sich ja sehr vieles in Lautern an Ihrer Person. Sie gelten als Hoffnungsträger, zumindest auch bei den Spielern und bei Ihrem baldigen Vorstandsvorsitzenden. Wir wollen mal hören, was der Thomas Heng und René Jäcki gesagt haben. Was macht denn die Mannschaft besser unter Gerets als unter Bremer? Ja, wir haben mehr im Verschieben, mehr im Raumdeckung geübt. Aber auf dem Platz sieht man es noch nicht. Ja, wie lange ist denn der Trainer jetzt da? Also das ist alles ein bisschen vermessen hier. Im Moment ist es so, dass man morgen ein Trainer kommt, der krempelt dann alles um, dann spielt man ein ganz anderes System. So schnell geht es nicht, so schnelllebig kann das nirgends funktionieren. Mit Hoffen und Beten geht das nicht. Also ich glaube, das ist im Fußball klar, harte Arbeit und die muss auf dem Platz. Kann die nur kommen, wenn während der Woche hart gearbeitet wird und das weiß der Trainer. Und deshalb bin ich überzeugt, dass er im einen oder anderen Fall jetzt halt die Schraube etwas anziehen wird. Und er ist ja selbst Fachmann genug, dass er weiß, dass das, was wir heute gesehen haben, nicht reicht. Und deshalb bin ich überzeugt, dass jetzt in den nächsten 10 Tagen einiges passieren wird. Also da haben die Herrschaften ja schon recht. Die Zeit wird es erst richten. Aber Herr Gerets, Sie sind ja in Kaiserslautern auch mit ein bisschen Skepsis empfangen worden. Die Sympathie, haben wir gehört, müssen Sie sich erst erarbeiten. Ist das ein kleiner Nachteil, dass Sie da nicht mit offenen Armen empfangen worden sind? Vom Publikum zum Beispiel. Na, ich denke, dass das meine Aufgabe ist, um dafür zu sorgen, dass das Publikum in 2-3 Spielen, wenn ich mit zusammen mit der Mannschaft, wenn wir 1 oder 2 Siegen geholt haben, dann wird sich das, wenn es nicht so ist, dann wird sich das schon ändern. Aber ich muss andererseits sagen, ich bin einige Tage in die Stadt rund gewandert und ich habe nur freundliche Menschen gesehen. Also es ist nicht so, dass man gegen mir ist. Nur ich denke, dass es auch logisch ist,
wenn ein Spieler vom Ausland kommt, dass man ja, erst mal sieht, was der bringt. Und dann in einigen Wochen werden wir schon sehen, wie das Publikum reagiert. Also dann wäre es ja doch eine gesunde Grundlage für ein erfolgreiches Arbeiten. Das wünschen wir Ihnen. Alles Gute, Ihre Gerrits, und grüßen Sie den einsamen Fan im Hintergrund, der gerade durchs Stadion schreit. Danke, tschüss. So, dann schnell zu den zwei Nordclubs aus Niedersachsen, die heute beschäftigt waren. Und da geht es natürlich vor allem um Personen innerhalb der Teams, die schon Bundesliga-Geschichten geschrieben haben. Der Tiger greift an. FSH-Debüt in Wolfsburg. Und Freddy Bobic, Europameister, Torschützenkönig, Pokalsieger. Und jetzt Hannovers Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Gleich in Ran. Weiter geht's. T-Sports von T-Mobile wünscht packende Tore und Spiele. Schäferhofer Weizen. Die so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel. Schäferhofer Weizen. Prickelt länger, als man trinkt. Mit der harten Wäsche, das ist ein echtes Drama. Das ist sowas von hart und steif, wie wenn ich in so ein Kalkgemäuer einsteigen müsste oder ein Panzer, den man um sich drum hat. Jetzt neu gegen Faserkalk. Calvon Aqua Pro Tabs mit dem einzigartigen Aqua Pro Ball. Nur sie stoppen den Aufbau der Kalkpartikel so, dass sie durch die Fasern abfließen. Für mehr Geschmeidigkeit. Auf Wolke 7 schweben und dann da drin liegen. Wäsche und Maschine leben länger mit Calvon. BetAndWin.de. Das Spiel beginnt. Live-Wetten bis zur 89. Minute mit ständig aktuellen Quoten. Jetzt neu zum Bundesliga-Start beim Live-Ticker von Sport1. BetAndWin. Wollen wir wetten? Bei Sport1.de. Gestreifte Hemden für 12 Euro. Hemdenwoche jetzt bei C&A. König Pilsner. Das König der Biere. Ich habe ein Problem. Das ist meine Familie. Oh, das ist allerdings ein Problem. Nein, 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 es ist so. Wenn meine Tochter surft, kann ich nicht telefonieren. Und wenn sie nicht surft, dann telefoniert meine Frau. TISDN XXL. Zwei Leitungen. Da können Sie auch telefonieren, wenn Ihre Tochter surft oder Ihre Frau schnatter telefoniert. Und sonntags telefoniert die ganze Familie für nur 0 Cent. Und wenn meine Frau telefoniert und meine Tochter surft? Ja, haben Sie ein bisschen Zeit für sich. Für Malereien? Jetzt über www.telekom.de bestellen und 10 Euro sparen. Ich liebe mein Leben. Und ich spiele, um zu gewinnen. NKL. Wir machen Millionäre. Alpina Weiß. Jetzt als 11 Liter Sondergröße. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Alpina Weiß. Europas meistgekaufte Innenfarbe. Wir sind jetzt auch drin. Willkommen. Sie haben Post. Mit AOL ist man im Internet nie allein. Die Buddy-Liste ist genial. Man kann immer sehen, wer noch drin ist. Wir schicken uns immer Telegramme. Das geht noch schneller als E-Mail. Der Service bei AOL ist total super. Da kannst du immer anrufen. 24 Stunden. Die Kindersicherung, die finde ich richtig klasse. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Bis bald. AOL. Mit 35 Millionen Menschen weltweit Nummer 1.
Hornbach. Es gibt immer was zu tun. Ich sitze auf Gold. Rocher, immer goldrichtig. Statistisch gesehen kauft ein Mensch in seinem Leben 10,8 Autos, baut 0,3 Häuser und hat 1,4 Kinder. Für uns ist Ihr Leben keine Statistik. Es ist einzigartig. AXA, für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Stell dir vor, das aus der Idee, Licht in jedes Haus zu bringen. Das Unternehmen RWE geworden ist. Stell dir vor, dass RWE Haushalten ermöglicht, ihren Strom mit Naturgas selbst zu produzieren. Mit eigenen Brennstoffzellen. RWE. Sie zogen aus, um für ihren Glauben zu kämpfen. Doch neben Gewalt und Verrat fanden sie auch Freundschaft und Liebe. Die Kreuzritter. Sonntag und Montag, 7:45 in Sat.1. Wenn Sie schon immer dachten, dass Schwester Stefanie zu spät kommt, dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Überraschung! Für alle Fälle Stefanie kommt jetzt eine Stunde früher. Da gibt's aber noch was. Na sicher. Es sind ganz neue Folgen. Sehr schön. Für alle Fälle Stefanie. Die neuen Folgen. Morgen, 7:45 in Sat.1. Gleich geht's weiter mit AXA. AXA. Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Vermögen. Nun ist er also endlich in seinem neuen Zuhause angekommen. Erstes Heimspiel für Stefan Effenberg. Wieder sind alle Augen nur auf ihn gerichtet, doch einer wie er genießt gerade solche Situationen. Wolfsburg gegen Hamburg. Diese Partie ist jetzt zur echten Herausforderung für den blonden Engel geworden, denn da muss doch wohl wirklich was zurechtgerückt werden. Oder würden Sie gerne als Tiger an Ihren Arbeitsplatz kommen und als Blasengel wieder nach Hause geschickt werden? Wenn man Wolfgang Wolf, dem Trainer des VfL, glauben darf, besteht aber auch gute Aussicht auf Besserung. Effenberg, so hat er gesagt, wird immer wichtiger für die Mannschaft. Seine Kondition lässt nicht mehr zu wünschen übrig, da passt also vieles zusammen. Überprüfen wir also und achten wir dabei gleichzeitig auch auf einen zweiten Mann, der heute seine Heimpremiere gab, Erich Laser. 10-mal gab es das Derby schon. Als einziger war immer Roy Präger dabei, egal ob für Hamburg oder Wolfsburg. Er hat nie verloren. Jetzt ist er wieder in Wolfsburg. Schöne Bilanz, aber das ist Vergangenheit. 10 Minuten gespielt, die Wölfe in grün-weiß im 3-4-3-System. Da ist Präger vorhin noch rechts, jetzt links im Zusammenspiel mit Petrov. Präger und Biekenhagen. Der VfL legte gut los am Elsterweg. Die Hanseaten mit Hollerbach. Ihr System 4-4-2, die Spitzen Romeo und Heinz. Erik Meyers Nase gefällt dem Trainer momentan nicht, der Holländer blieb zu Hause. Eckball für Hamburg, verursacht durch Kim Madsen, den Dänen in der Abwehrkette der Wölfe. Das ist Vicky und da kommt Hogmar. Im Oktober letzten Jahres war er verantwortlich für den 1-0-Erfolg der Hamburger. Hier in Wolfsburg, das war das erste Auswärtsspiel für Kurt Jara. Und da ist Effenberg, einsatzfreudig, leitet den Konter ein. Der läuft über links, über Akonor. Da geht Petrov. Der Bulgare sehr einsatzfreudig. Petrov, da ist Kahan, muss er schießen. Abgeblockt von Hollerbach. Hätte er vielleicht direkt nehmen sollen, der Slowake, der Kapitän beim VfL. Und hier Effenbergs Auftritt. Engagiert, der Tiger bissig gegen Bauer. Der sollte ihn eigentlich bewachen. Aber Effenberg hier sehr, sehr einsatzfreudig. 25 Minuten gespielt. Die Hamburger bisher sehr bedächtig. Über Alberts. Da ist Anta. Der spielt dort auf der rechten Seite mit Romeo. Anta und Heinz ahnte wohl zu spät die Hereingabe des Libanesen. Auf der anderen Seite wieder Miroslav Karhan.
Und dann kommt der Ball zu Effenberg. Tatsächlich ein Torschussversuch von Stefan Effenberg. Aber das war mehr Zufall, denn Absicht und auch nicht wirklich gefährlich. Heinz springt unterm Ball durch. Bauer nicht rechtzeitig bei Effenberg. Und so fällt denn die Kugel auf das Haupt der Nummer 10 der Wölfe. Die waren wesentlich angriffsfreudiger und einsatzfreudiger als die Gäste aus Hamburg. Immer wieder Kahan, Klimowitz, Kahan. Abgeblockt von Bauer. Kahan tat sehr viel auf der rechten Seite für die Offensive der Gastgeber. Die Szene läuft weiter. Alberts, Effenberg, dann Präger, wieder Kahan. Und da kommt Akonor. Bauer klärt zur Ecke. Die müssen wir aber nicht unbedingt zeigen. Immer wieder Wolfsburg. Der HSV fast nur in der Defensive. Immer wieder Petrov. Dann in der Mitte Kahan. Warum nicht direkt? Er legt auf. Effenberg. Uifalushi steht da im Weg. Der Torschussversuch von Effenberg. Sein Trainer merkte, der Mann ist vielleicht 2-3 Kilo leichter. Der ist beweglicher. Der ist kein Blasengel heute. Der fordert den Ball. Sehr offensivfreudig auch hier. Effenberg, sein letztes Tor aus dem Spiel heraus, schoss er übrigens im Februar 2001. Die Hamburger Jahrestruppe bisher wenig offensivfreudig. Und bei Standards natürlich Effenberg. Petrov. Abgeblockt. Uifalushi, Romeo und die Konterchance für den Hamburger Sportverein. Romeo, gestern 25 geworden. Das ist eigentlich noch kein Alter. Aber schauen Sie mal, was er hier gegen Kahan macht. Das ist nicht der Romeo der letzten Saison. Ein harmloser Sportverein in der ersten Hälfte. Da fehlt einer wie Sergei Barbares, der war mitgefahren, der trainiert wieder mit der Mannschaft und in Berlin, da will er wieder spielen. Beide Teams unverändert im zweiten Teil des Spiels und auch das Spiel selbst unverändert. Offensive Wolfsburger, defensive Hamburger. Petrov, der Pass in die Spitze und jetzt aufgepasst, Klimowitz gegen Uifalushi, er fällt und der Pfiff des Schiedsrichters, Elfmeter für Wolfsburg. Wack gab Strafstoß und Gelb für Uifalushi. Schauen Sie sich mal den Tschechen an. Der ist gar nicht zu halten. Er war richtig sauer. Und wir schauen auf die verlangsamte Fassung. Klimowitz gegen Uifalushi. War das wirklich ein Strafstoß? Ich glaube, Klimowitz wollte den Elfer und er bekam ihn auch. Hier. Da lässt er sich fallen, hakt sich ein. Ich hätte nicht gepfiffen, aber Wack hat es getan. Und das ist natürlich die Gelegenheit für Effen. Hat er die Kälte gegen Piekenhagen? Natürlich hat er die. Effenberg. 1-0. 51. Erster Treffer für Wolfsburg. Für die Bayern traf er im letzten Jahr auch nur zweimal per Elfmeter. Und dieses Tor widmete er dem vor einer Woche verstorbenen Vater seiner Lebensabschnittspartnerin Claudia Strutz. Stefan Effenberg. Ein Triumph des Willens bei Stefan Effenberg. Schauen Sie in das Gesicht. Sie spüren alle Steine der Welt von ihm abfallen. Und dass er ein vollwertiges Mitglied dieser Mannschaft ist, da sehen Sie auch am Jubel seiner Kameraden. Sie akzeptieren ihn bereits als einen der ihren. 3 Minuten nach dem Treffer. Die Wölfe witterten jetzt 3 Punkte. Wieder Effenberg. Akonor, Effenberg. Dann Präger. Die Chance für Roy Präger. Piekenhagen. Die beste Szene von Präger. Ansonsten war Kahan auf der rechten Seite offensiv stärker als der Roy. Aber immer wieder Wolfsburg. Sie setzten nach, wollten jetzt den zweiten Treffer. Akonor. Wieder Petrov. Der stärkste Mann in der Offensive bei Wolfsburg, Petrov. Am Ende war der Bulgare an 14 Torschüssen beteiligt. Tolle Bilanz. Was war mit dem HSV? Nach vorne ging nicht viel. Anta verstolpert. Piotr Effenberg blockt mal schnell ab. Und dann geht's ab mit Petrov und Klimowitz.
Und jetzt schauen Sie mal, wie die beiden locker durch die sogenannte Abwehr des HSV gehen. Petrov und in der Mitte wartet Klimowitz. Allerdings schwach im Abschluss. Klar überlegen Wolfsburg. Nach drei Vierteln des Spiels war die Partie für Präger beendet. Zweikampfschwach, nur an drei Torschüssen beteiligt. War nicht sein Tag, für ihn kam Robson Ponte, der hatte vorher Adduktorenprobleme. 20 Minuten noch, Roda Anta, schöner Pass Richtung Romeo, die Abwehr des VfL aufgerückt. Romeo mit Übersicht, Anta, die Chance, der Ausgleich. Das erste Saisontor des Libanesen in der 71. Glücklich nach dem Spielverlauf für den HSV, aber wen interessiert das? Die Abwehr der Gastgeber kopflos und ungeordnet. Und dann Roda Anta mit Übersicht. Platzierter Schuss nach guter Vorarbeit des Argentiniers Romeo. Roda Anta. 1:1. Die letzte Viertelstunde. Endlich hatte der HSV die Offensive entdeckt. Über Marek Heinz links startet Alberts. Da kommt der Pass. Alberts und in der Mitte lauern zwei Leute, der eingewechselte Christensen und Romeo, beide verpassen. Der Däne Christensen. Jakobsson, sein Landsmann, heute übrigens mit dem Bundesliga-Debüt, kein sonderlich auffälliges. Dann Effenberg. Die Schlussphase in Wolfsburg. Immer wieder Petrov. Effenberg lässt durch. Sapai, eingewechselt, Tor 2:1. Erstes Tor im 18. Bundesligaspiel für den Mann aus Ghana und Effenberg und Petrov. Die beiden haben das Ding inszeniert. Hier der Pass von Petrov, Effen nicht dran und Sapai aus dem Nichts, völlig frei vor Piekenhagen. 2:1 für Wolfsburg. Die Nachspielzeit, das letzte Aufbegehren des HSV mit Piekenhagen. Aber das war's. Nach der Ecke von Heinz war das Spiel zu Ende. 2:1 gewinnt der VfL Wolfsburg. Kurt Jahre hat gesagt, wenn wir hier verlieren, dann muss man von einem Fehlstart sprechen. Und das ist wohl richtig. Fabian Greve mit einem Siegertypen. Also ich glaube, das ist die Mentalität, die man hier auch sehen will, dass man eben nicht den Kopf hängen lässt nach dem 1:1 und sagt, so, jetzt nehmen wir nur einen Punkt mit, sondern wir haben weiter nach vorne gespielt und sind belohnt worden, auch völlig verdient. Man muss sich ja nur seinen Briefkopf angucken, was er alles gewonnen hat. Und das gewinnt man ja nicht, wenn man ein Blinder ist. War das die Wende zum Guten? Wieso, war es vorher schon mal schlecht? Naja, drei Punkte war nicht so doll bis jetzt. Ja, natürlich nicht, aber wie gesagt, ich sage immer wieder und das sage ich nach jedem Spieltag, abgerechnet wird am Schluss. Und da steht der VfL wo? Und da steht er mit Sicherheit weiter vorne als letztes Jahr. Und eins ist klar, der Wolfsburger Cheffe heißt nun endgültig Effe. Na bitte, es geht doch. Effenberg führt Wolfsburg zum Erfolg, schrieb auch der renommierte Sportinformationsdienst. Vielleicht kriegen wir nachher noch ein paar Einzeleinschätzungen. Wir kommen darauf zurück. In Hannover, liebe Zuschauer, da hatten sie sich den Saisonstart auch ganz anders vorgestellt. Aber dann gab es drei Auftaktpleiten hintereinander und da hat man nur noch eine Möglichkeit, nachbessern. Also ging 96 auf Einkaufstour, aber komischerweise wurde der Wagen geschoben vom sportlichen Direktor, Moa hieß er, kommt aus Spanien, und nicht vom Trainer Ralf Rangnick. Das verwunderte schon. Der Mann kennt sich nämlich nur in seiner Heimat aus, bei La Coruña, und holte als erstes darum auch mal ganz schnell drei Reservisten von Deportivo nach Hannover, dazu Bubic und Konstantinidis. Da fragt man sich natürlich, ist die Macht des Trainers damit plötzlich eingeschränkt, zumal man auch über seine Vertragsverlängerung gar nicht mehr so recht geredet hat, obwohl das eigentlich versprochen war. Immerhin, aufstellen durfte Rangnick die Mannschaft heute gegen Cottbus noch, und dabei hat er eine große Hoffnung gehabt. Werner Hansch stellt den Mann vor, an dem sich alles orientieren sollte. Vom Dortmunder Ladenhüter zum Rettungsanker an der Leine, Freddy Bobic. Bobic soll führen, soll mitreißen. Und er soll natürlich für Tore sorgen. Ein rasanter Rollentausch. Bleibt die Frage, und wer macht hinten dicht?
bei Hannover. 8 Tore in 3 Spielen. Das ist eine Menge. Vielleicht die beiden Spanier, Jaime und Fernando, hier mit der Nummer 28. Die waren von Anfang an dabei. Cottbus ganz in Weiß. 8. Minute, Silvio Schröter. Diouf und Idrissou verlieren das Kopfballduell und dann Topic mit dieser artistischen Fallrückzieher-Einlage. 1-0 Cottbus. Aus einem Einwurf resultiert. Schröter. Da sehen wir Idrissou und Diouf bei Beek, dem Kapitän, der mit nach vorne gekommen war. Topic nimmt an und dann liegt er flach. Linke kommt zu spät und Sievers ist machtlos. 1-0 für Cottbus nach 8 Minuten. Ja, die Abwehr bei Hannover. Auch sie schwächelte in den bisherigen Spielen ganz erheblich. Hier folgte der Beweis. Immerhin. Hannover machte dann. Miriuta mit dieser zirkusreifen Einlage eröffnet dem Gegner diese Chance durch Steiner, Jirgi Steiner, der 3-Millionen-Mann. Von ihm war vermutet worden, er wäre gar nicht dabei heute von Anfang an. Bobic der Stoßstürmer, dann aber Steiner und Idrissou etwas hängen. Und hier hat er seine erste große Möglichkeit nach 15 Minuten. Ja, da ist ein kleiner Dialog schon mal hilfreich. Natürlich hatte Geier beobachtet, dass Hannover unentwegt drängte. Die Mannschaft auch mit den besseren spielerischen Mitteln. Da haben wir Bobic. Lala auf Bobic, der täuscht einen Schuss an, sieht aber den besser postierten Steiner. Ja, mein Gott, wie soll man denn die Dinger denn noch nach innen bringen? Jirgi Steiner, 4 Minuten später, also 19 Minuten waren da gespielt. Freddy Bobic, ja, er hat schon das Regiment, er fordert die Bälle, er sieht den besser postierten Nebenmann und dann sowas. Immer wieder Hannover, die spielerisch reifere Mannschaft. Cottbus brachte nach vorne gar nichts. Da haben wir Yedou Idrissou, heute zum ersten Mal in der Startelf bei Hannover 96. Schröd, toll. Keine Chance für Piplica, der hoch umjubelte Ausgleich nach 24 Minuten. Und diese Flanke kam von Kirungulo. Der hatte da viel Platz auf der rechten Seite. Da haben wir übrigens den neuen Mann bei Cottbus, Greg Bärhalter, den Amerikaner. Er hatte die Bewachung von Steiner übernommen, klappte bisher noch nicht so gut. Ja, natürlich, dass der Mann jetzt mal rausgeht aus seiner Haut. Sonst eher ein sehr kontrollierter, überlegener, reservierter Trainer, Ralf Rangnick. Der Druck ist enorm. Und seine Mannschaft immer wieder schön gemacht, von Jaime verlängert. Lala Bobic. Schlussphase der ersten Halbzeit. Freddy, das war doch schon ein ganz prima Einstand hier in Hannover. Klappt schon ganz gut. Geier inzwischen mit seinem 7. Platzverweis. Wieder mal hatte er den Assistenten angemacht. Co-Trainer Reg musste ihn unten an der Bande vertreten. Bundesliga-Rekord für Ede Geier. Wir steigen gleich um in die zweite Halbzeit. 1-1. Und Hannover kommt schon wieder. Schöne Flanke jetzt von der rechten Seite auf Krupnikovic. Der ist ihm unter der Sohle durchgerutscht. Krupnikovic, einer der begabtesten Techniker in dieser Hannoveraner Mannschaft. Und Piplica hat diesen Ball falsch berechnet. Das sehen wir hier. Ja. Dann aber kann er ihn nicht richtig kontrollieren. Krupnikovic mit dieser Chance in der 47. Minute. Wieder ein Einwurf. Wieder von zynisch wäre ins eigene Netz. Sievers stand am vorderen Pfosten, ob er da so glücklich stand, weiß ich nicht, aber dieser Ball war ohnehin nicht zu halten. Mohamedou Idrissou, den Ausgleich hat er gemacht für seine Mannschaft und hier bringt er sie wieder in Rückstand. Ja, einfach ein fantastischer Kopfball, nur leider in die falsche Richtung. Hannover im Rückstand, wir sehen betroffen die Lippen zu und alle Fragen offen. Nach 68 Minuten
Die Kraft ist am Ende. Soweit sie trug, hat es gereicht bei Freddy Bobic. Ich würde sagen, ein ordentlicher Einstand, darauf lässt sich aufbauen. Für ihn kam Stendl in die Mannschaft. Er hat die letzten 37 Spiele immer von Anfang an bei Hannover gespielt, auch in der zweiten Bundesliga. Natürlich, da haben wir Stendl. Stendl und jetzt der eingewechselte Babacar Diaye kommt zu Fall und die Hannoveraner fordern hier einen Strafstoß. Und das macht besonders handgreiflich Krupnikovic. Dafür sieht er gelb. Wolfgang Stark, sehr souverän. Mein lieber Schiedsrichter, anpacken gibt es nicht. Hier haben wir diese Szene. Ja, ich glaube, Diaye hat da sehr kontrolliert, würde ich sagen, eingefädelt. Bald gibt es wieder Geier schriftlich. Zu Recht also kein Elfmeter für Hannover. Cottbus nur noch mit Kontern. Ballverlust von Diouf und dann marschiert Schröter. Schröter gegen Sievers. Der bleibt Sieger. Der Sievers hat überhaupt nur drei Bälle auf sein Tor bekommen. Zwei waren drin. Ja, die verhängnisvollen Einwürfe, da war er machtlos. Und hier hat er glänzend reagiert in der 89. Minute bei diesem Konter von Schröter. Dann geht Sievers nach vorne. Jetzt entweder Ausgleich oder hinten noch einen fangen. Das ist wurscht. Der Freistoß von Chaime, dem ich einen guten Einstand bescheinigen möchte im Mittelfeld bei Hannover. Hatte viele Ballkontakte, verteilte geschickt. Hier wird abgeblockt und jetzt ein fataler Ballverlust gegen den eingewechselten Lars Jungnickel, der 21-Jährige. Hinten fehlt der Sievers, nur noch ein Abwehrspieler und dann einmal geschaut. Drin ist er, 90. Minute, 3-1 Cottbus. Hannover hat hier ein Spiel verloren, das man in jeder Phase absolut überlegen geführt hat. Die reifere spielerische Anlage. Und dann reichten zwei Einwürfe und dieser Konter für den Sieg von Cottbus. Es war... Ja, ich glaube, der erste Auswärtssieg von Cottbus seit einem Jahr. Viel bejubelt. Die Punkte gehen nach Cottbus. Und man sucht irgendwie verzweifelt nach Gründen, wie es hier in Hannover aufwärts gehen kann. Neue Spieler haben sie geholt. Drei waren heute dabei. Hat letztendlich nichts geholfen. Also, ich finde keine Gründe. Vielleicht unser Verhängnisforscher Uwe Bornemeyer. Wir wussten, dass es hier sehr schwer wird. Das hat man auch gemerkt, dass spielerisch noch nicht alles hundertprozentig klappte. Aber ich sage immer, die Einstellung muss stimmen, der Kampf muss stimmen. Und dann hat man noch mal das Quäntchen Glück. Wir haben ja nicht einmal aufs Tor geschossen. Kriegen durch zwei Einwürfe, hauen wir uns selber fast die Dinger rein. Also das sind natürlich brutale Fehler, die absolut in der Bundesliga auch bestraft werden. Daraus müssen wir lernen. Diese Flüchtigkeitsfehler darfst du eben nicht machen, sonst wirst du in der Liga es ganz schwer haben. Die Mannschaft hat fantastisch gespielt, super gekämpft, 80 Minuten. Mehr kann man von der Mannschaft nicht verlangen. Wir haben heute einfach wirklich Pech gehabt und durch eine sehr unglückliche Aktion das 1-2 kassiert. Wie sieht das denn aus mit Ihrer Vertragsverlängerung? Wäre das nicht sinnvoll, um weiter Ruhe reinzubringen? Das ist völlig unwichtig, spielt überhaupt keine Rolle. Enttäuschung unten auf den Grün und oben in der Spitze eine soziale Gemengelage mit Explosivfaktor. Öffentliche Attacken zwischen Trainer und Präsident. Mensch, rauft euch zusammen in Hannover, sonst bleibt ihr am Ende sitzen in der Bundesliga. Zurück nach München. Sieht nicht ganz so gut aus für Hannover 96. Und die Mannschaft, die noch so furios aufgestiegen war, durchmarschiert durch die zweite Liga und von der man einfach mehr erwartet hatte. Und für Ralf Rangnick dürfte es enger werden. Sein Präsident hat zwar noch, als er halt den Durchmarsch durch Liga 2 veranstaltete, ihn ganz, ganz stark gefeiert. Aber man weiß auch, dass Martin Kind ein ungeduldiger Mensch ist. Und wenn das länger so andauert, dann wird die Luft dünner für den Trainer. Gleich, liebe Zuschauer, nach Stuttgart, wo der VfB Schalke 04 erwartet und dann für Sie gute Laune Fußball von der Ostsee. Traumhaft, Rostock spielt Zauberfußball. Ich bin ja nicht der Zauberfee, sondern mein Name ist Armin Fee. Ne? Lanz, jawohl, der kann's.
Volltreffer, 4-0. Gleich geht's weiter mit AXA. AXA für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Der Fix scheint sich ja schon etwas gelegt zu haben. Sind schon viel besser. Die Anstalt zurück ins Leben. Ab morgen Abend in Sat.1. Diamanten glänzen ewig. Gläser können bei häufigem Maschinenspülen trüb werden und lässt es sich nicht mehr entfernen, ist das Glaskorrosion. Davor schützt jetzt Calgonit Protector. Die Weltneuheit gegen Glaskorrosion bewahrt den Glanz Ihrer Gläser. Für je 50 Spülgänge, jetzt neu Calgonit Protector, der einzigartige Glasschutz. Es gibt immer was zu tun. Irgendwann muss man anfangen, sich seine Wünsche zu erfüllen. Was sagen Sie? Wenn man Fernsehen neu erfinden könnte, wie sollte es aussehen? Ihr Fernseher wäre doch sicher wie ein großes Kino. Mit 7 Kinosälen. Sie entscheiden sich ganz spontan, welchen Film Sie sehen möchten. Und keiner davon ist ausverkauft. Jeden Monat große Filmpremieren. Natürlich ohne Werbeunterbrechung. Cool. Jeden Tag Kino-Highlights von Action bis Romantik. Es ist einfach so schön. Was wäre noch anders? Ihr Fernsehsessel gehörte zu den besten Plätzen im internationalen Sportgeschehen. Sie würden jedes Bundesligaspiel live erleben und jede Entscheidung hautnah mitverfolgen. Sie wären auf allen Tribünen gleichzeitig und immer genau da, wo es am spannendsten ist. Hier ist was los! Und was, wenn es das alles schon längst gibt? Sichern Sie sich jetzt mit Premiere das Fernsehen der Zukunft und rufen Sie gleich an. 0180 55 100 00. Bad and Windy, das Spiel beginnt. Live-Wetten mit ständig aktuellen Quoten. Der Sport1 Live-Ticker mit Wettmöglichkeiten bei Bad and Win. Wetten Sie mit bis zur 89. Minute. Bad and Win, wollen wir wetten? Alle Infos bei sport1.de. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Hier ist es zu Hause. Aus der deutschen Brauerei, die als erste nur nach Pilsener Brauart braute und noch bis heute braut. Radeberger Pilsener. Ein Radeberger. Schatz, wirfst du mal bitte die Cabrio-Schlüssel runter? Ich brauche was gegen Kopfschmerzen. Da gibt's doch auch was von Ratiopharm. Ratiopharm, gute Preise. Gute Besserung. Puddys Kugelhupf. Deckel auf, stürz dich drauf. Ja. Puddys Kugelhupf von Campina. N24 Nahaufnahme. Ob am Boden, zu Wasser oder in der Luft. Unsere Reporter sind immer nah dran. Rund um die Uhr, 24 Stunden. Ob Geschwindigkeitsrausch oder Adrenalinkick. N24 zeigt das volle Leben. Auch der deutsche Alltag wird in den 24 Stunden zur Ausnahmesituation. Prickelnd, packend, preisgekrönt. 24 Stunden, die N24 Nahaufnahme. N24, werden Sie Augenzeuge. Der große Sat.1-Film. Geschichten. Scheiße, da ist ein Kind im Auto. Die bewegen. Muss ich jetzt Hilfe schreien? Wieso, haben Sie Angst vor mir? Nein, aber vielleicht sollten Sie Angst vor mir haben. Sie kennen den Toten? Kaum, obwohl er mein Vater war. Geschichten. Ich liebe dich. Die berauschen. Geschichten. Die verzaubern. Du kannst hexen, oder? Wie kommst du denn darauf? Hallo, Papa! Nein! Und Geschichten, die überraschen. Geschichten, auf die sie sich freuen können. Ja!
Der große Sat.1-Film. Im Herbst, Woche für Woche mit einer Weltpremiere. Immer dienstags, 7:45. In Sat.1. Powered by Emotion. Weiter geht's. T-Sports von T-Mobile wünscht packende Tore und Spiele. Ein Tor, das wir Ihnen aus gegebenen Anlass zeigen. Es war das schönste bei der gesamten Weltmeisterschaft und es wurde erzielt von Dario Rodriguez aus Uruguay. Und genau dieser Mann bestritt heute Abend sein erstes Bundesligaspiel für Schalke 04. Sie traten sogar im Doppel auf, denn auch Varela, sein Landsmann, war dabei. Wobei ich sagen muss, wenn wir gleich hier auf dieser Tafel, nachdem wir den Treffer gesehen haben, nochmal die beiden Herrschaften sehen, dann gibt es was zu erklären. Er hat mich frische Haare bekommen, der Rodriguez, also der Dunkelhaarige ist er. Und der andere mit der Glatze, das ist Varela. Beide profitierten gegen den VfB Stuttgart davon, dass Frank Neubert viele Personalprobleme hatte. Markus Hierstedt klärt sie auf. Schalke hinten mit Waldoch und Van Kerkhoven. Im Mittelfeld Möller und Böhme, dazu im Sturm Agali und Mpenza. Nein, nein, das ist nicht die Aufstellung, sondern die Ausfallliste von Frank Neubart. Und so präsentiert der Schalker Trainer eine komplett neue linke Seite. Hinten in der Viererkette Dario Rodriguez, der Mann für die Traumtore. Davor die Bundesliga-Premiere von Philipp Trojan, ein 20-Jähriger als Ersatz für den verletzten Böhme. Das ist Schiedsrichterassistent Matthias Anklam, der verzweifelt versucht, seinem Chef auf dem Platz an etwas zu erinnern. Schweigeminute, ruft er. Doch Peter Gagelmann hat die Gedenkminute für den 11. September einfach vergessen. Stattdessen gibt es in der ersten Minute Freistoß für Schalke. Das war Trojan und das ist Paulsen. Sein erster Torschuss in der Bundesliga, fast ein Haukenschlag. Er profitierte vom Fehler von Bordon. Der Däne hat seine Qualitäten eher in der Defensive, so soll er sich um Ballerkopf kümmern. Aber Kompliment an Torwart Hildebrand und sein schnelles linkes Knie. Schalke trotz der Ausfälle mit einer ansehnlichen Mannschaft. Wilmots ist wieder dabei und mit Selbstvertrauen zu Beginn. Vermanns auf Asamoah. Wieder Hildebrand, klasse. Zwei dicke Dinger innerhalb von 5 Minuten. Der klassische Pass in die Schmerzzone der Viererkette und Asamoah heute zweite Sturmspitze mit der schwierigen Variante. Die Meinung von Rudi Rumpelstilzchen dazu. Chef Neubart bleibt da nordisch gelassen. Beim VfB heißt die Frage, wer soll die Tore schießen? Dandy, der bislang alle 3 Treffer erzielt hat, ist verletzt. Vielleicht ja Ganea, sein Ersatz. Da ist er, der Rumäne, Ganea. Rost genauso souverän wie sein Gegenüber. Und Ganea bestätigt seine augenblickliche Abschlussangst. Frank Rost, er bekam jetzt mehr Arbeit. Freistoß. Krasimir Balakov. Und der Schalker Torhüter, er war noch mit den Gumminoppen der Handschuhe dran. Der Kunststoß von Balakov, er wäre wohl drin gewesen. Und es wäre das perfekte Geschenk für Felix Magath für sein 50. Spiel als VfB-Trainer. Was machte eigentlich der Schalker Jüngling auf der linken Seite? Trojan häufig in Schwierigkeiten, Trikotzupfen, dafür gab es die erste gelbe Karte für ihn in der Bundesliga und Freistoß Stuttgarts. Mit der altbewährten Alternativen Balakov und Seitz. In der Mitte Ganea und Torwart Rost. Frank Neubert, sein zentrales Mittelfeld mit Wilmots untermannt, lahmte zusehends. Ganz im Gegensatz zu Balakov, dem VfB-Motor. Paulsen und Asamoah, vereint gefault, Freistoß für den VfB. Und wenn Balakov angeschlagen ist, dann übernimmt diesen Job Bordon. Da ist er! 1:0 für den VfB, ein wenig überraschend, aber nicht unverdient. Alle seine 6 Bundesliga-Treffer sind nach Freistößen gefallen. Macht auf das Tor, das Schalker Adventsgeschenk im September für Stuttgart. Und es ist Rodriguez, der seinen Torwart böse überrascht. Nicht gerade einen Traum.
Traumeinstand für den Pro-Bayern. Die ganze Schalker Unordnung noch einmal. Wilmots holt Rodriguez ran. Ja, die Mauer schließen. Dann der Toröffner. Fährmann tadelt. Und was macht Torwart Rost? Er ruft Wilmots, hat den Belgier als Schuldigen auserkort. Ich war's nicht, es war der Rodriguez. Und der nimmt dann die Schuld auch auf sich. 1:0 zur Pause. Übrigens, Schiedsrichter Gagelmann hat vor der zweiten Halbzeit die Schweigeminute nachgeholt. Rudi Assauer, sein Wunsch für Durchgang 2, mehr Dampf bei seinen Schalker Jungs. Asamoah auf Sand und der trifft. Aber schnell abgepfiffen von Schiedsrichter Gagelmann. Proteste überflüssig. Allerdings, Sand ist nicht im Abseits, sondern Wilmots hier vorne. Aber der Belgier irritiert mit seinem Lauf die Stuttgarter Abwehr. Daher die Entscheidung des Schiedsrichters. Guckt. Die Partie zusehends unattraktiver. Schalkes Kreativabteilung kaum zu sehen. Der VfB verharrte in der Konterstelle. Asamoah bislang schwach. Ballverlust. Balakow. Seitz. Und dann kommt Heito. Kein Foul, sagt der Unparteiische. Also Heito trifft zwar den Ball, aber wer so in den Mann springt, der überschreitet die Grenzen des Erlaubten. Rui Matic auf Klepp. Wieder der Stuttgarter, aber diese Chance auch vertan. Der VfB nur noch auf Sicherung bedacht. Und wir springen in die 85. Minute. Sie dokumentiert die Armseligkeit dieser zweiten Halbzeit. Eckball Schalke. Ein Fehlpassfestival des VfB. Der nächste Versuch von Schalke über Matejar. Balakow verpasst den Ball. Klepp mit dem Fehlpass. Heito gegen Balakow. Immer noch der Schalker Abwehrspieler. Dann in der Mitte. Asamoah wird festgehalten. Aber Sand. Jubel. Aber dann Entsetzen auf der Schalker Bank. Rudi Assauer fassungslos. Frank Neubert im Hintergrund. Wir werden es gleich sehen. Wut entbrannt. Und keiner weiß so richtig, was los ist. Schiedsrichter Gagelmann zeigt auf den Punkt. Elfmeter für Schalke, aber warum ließ er nicht Vorteil gelten? Also, hier kann man erahnen, dass Rui Marques jetzt Asamoah am Trikot zerrt. Strafstoß korrekt, aber es wird das Geheimnis von Peter Gagelmann bleiben, warum er hier nicht 2 Sekunden mit dem Pfiff gewartet hat und Schalke den Vorteil gelassen hätte. Erst einmal durchgrüßen. Und wer übernimmt jetzt Verantwortung? Heito nach der Attacke gegen Seitz, der Buhmann im Gottlieb-Daimler-Stadion. Und er behält die Nerven. 1:1, der glückliche Ausgleich. Der Pole ganz cool. Und die 90. Minute. Schalke will den Sieg. Der eingewechselte Matejan auf Varela und Asamoah gegen Bordon. Kein Elfmeter, sagt der Schiedsrichter. Eine klare Fehlentscheidung. Der Einsatz von Rambo Bordon, Strafstoß würdig. Es war nicht der Tag des Peter Gagelmann. Schweigeminute vergessen, Vorteil abgepfiffen, Elfmeter übersehen. 1:1, das Ende einer schwachen Partie, in der die Spieler ähnlich viele Fehler gemacht haben wie der Unparteiische Jörg Sevenaik mit dem Schalker Trainer. Kurz zum Schluss nochmal den Ausgleich macht. Kann man damit leben und trotzdem ärgerlich, dass wir dann nicht einen zweiten Elfmeter bekommen haben. Das Gegentor war ja auch eine Standardsituation. Hat sich das bis Uruguay noch nicht so ganz rumgesprochen, wie man sich da verhält? Ja, wir haben es vorher natürlich klar angesprochen und auf die Standards hingewiesen. Aber das ist ein Fehler, der passiert, der wird eben nicht nochmal passieren. Punkt geholt, Schwein gehabt, Ausfälle weggesteckt und
Frank Neubert bleibt als Trainer ungeschlagen in der Bundesliga. Schalke ist damit weiter auf Kurs, aber der VfB Stuttgart. Da hat man sich so mühsam nach Europa gekämpft, um die marode Finanzlage ein bisschen aufzubessern. Und wird es aber auch Zeit, dass sie sich beim VfB dann endlich wieder um die Baustelle Bundesliga kümmern. Der KSC, das Team aus Karlsruhe, hat da nämlich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind vor Jahren durch den UEFA-Cup marschiert, sind in den UEFA-Pokal reingekommen, aber dann beim Tagesgeschäft, da sind sie am Ende abgestiegen. So, liebe Zuschauer, jetzt geht's gleich nach Rostock. Das Team will Spitzenreiter werden. Und es ist beeindruckend eingestartet in die Saison. Als einzige Mannschaft in der Bundesliga noch ohne Gegentor. Ob das so bleibt, das zeigen wir Ihnen gleich. Gleich geht's weiter mit AXA. AXA für Ihre Sicherheit, für Ihr Vermögen. Glänzen ewig. Gläser können bei häufigem Maschinenspülen trüb werden und lässt es sich nicht mehr entfernen, ist das Glaskorrosion. Davor schützt jetzt Calgonit Protector. Die Weltneuheit gegen Glaskorrosion bewahrt den Glanz Ihrer Gläser. Für je 50 Spülgänge, jetzt neu Calgonit Protector, der einzigartige Glasschutz. Hey, du hast ja Milchschnitte dabei. Na klar, die schmeckt schön leicht und belastet nicht. Ich esse die gern beim Sport. Milchschnitte, das moderne Sandwich. Mit Weizenmehl, dem besten aus Eiern und Butter, etwas Honig und vor allem viel frischer Vollmilch gemacht. Und Milchschnitte hat gerade mal 117 Kalorien. Herrlich? Milchschnitte, eben das moderne Sandwich. Gestreifte Hemden für 12 Euro. Hemdenwoche, jetzt bei C&A. Puddys Kugelhupf. Deckel auf, stürz dich drauf. Puddys Kugelhupf von Campina. Berlin intern. Wahlkampf 2002. Der Blick hinter die Kulissen des Staatstheaters. Geht's um Inhalte oder darum, wer die Hauptrolle spielt? Also es geht aufwärts. Es geht hier um politische Inhalte. Mir geht es darum. Der Politikbetrieb ist für viele verwirrend. Peter Limburg spricht Klartext. Wir bringen Substanz in den Wahlkampf. Und die schönsten Seiten der Macht. Berlin intern. Freitags 21.30 Uhr. N24. Werden Sie Augenzeuge. Ich komme hier raus! Ich gehöre nicht zu den Bekloppten hier, hörst du? Sie wollten sich helfen lassen. Ich bin kein Idiot, Mann! Wenn du deine Wut nicht kontrollieren kannst. Wenn du denkst, du bist der Star. Hey! Halten Sie die Luft an oder Sie werden gleich fixiert. Wenn du an dir selbst verzweifelst. Bla, 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 bla! Das sagt sich alles so leicht, was? Hast du dann Menschen, die dir helfen? Karl lebt in seiner eigenen Welt. Aber er ist nicht allein. Die Anstalt zurück ins Leben. Ab morgen Abend in Sat.1. Powered by Emotion. Das war's. Die Harald Schmidt Show, gleich in Sat.1. Weiter geht's. T-Sports von T-Mobile wünscht packende Tore und Spiele. Musik.
Die Protagonisten marschieren ein zum Spitzenspiel des Tages. Rostock gegen Leverkusen. Und stellen Sie sich vor, da greifen doch tatsächlich die Falschen zu den Sternen. Hansa wird nämlich mit einem Sieg Tabellenführer und Leverkusen würde dann abrutschen auf einen Abstiegsplatz. Verkehrte Welt also. Und wenn es so käme, dann würde Klaus Toppmöller schon mal den ersten Erklärungsstau bekommen. Sie haben natürlich Ballack und Seroberto verloren, aber der Vize hat auf der anderen Seite auch ordentlich zugekauft. Weil aber die Neuen bisher eher nur die Quantität erhöht haben, hat sich Leverkusens Coach nun wieder auf einen Alten besonnen. Markus Höhner zeigt ihn her. Er ist nicht klein zu kriegen, dieser Ulf Kirsten. Da ist er wieder mit 36 Jahren zurück auf der Bundesliga-Bank. Gibt's auch nicht alle Tage. Kirsten also erstmal nur Reservist, aber Toppmöller sagt, er ist fit, den kann ich jederzeit bringen. Neuville und Bredaric, der Startsturm beim Vizemeister. Leverkusen in Rot-Schwarz und vom Anpfiff weg flink und engagiert im Spiel. Manager Karl Mundt hat den Weg vorgegeben. Jetzt zählt nicht mehr der viel gelobte, schöne Fußball. Jetzt zählt nur noch Kampf und Siegeswillen. Und genau so legten sie auch los. Schnell, beweglich, mit Zug zum Tor. Das ist Jan Simak. Simak nach 50 Sekunden Leverkusens erster Torschuss. Knapp vorbeigezielt am Kasten von ihm, Matthias Schober. Er ist die Null der Liga und das heißt, besser geht's nicht. Er ist unbezwungen, Rostock noch immer ohne Gegentor. Anders, Bayer Leverkusen. Hans-Jörg Butt kassierte schon 6 Gegentreffer. Ganze 2 Punkte haben sie geholt. So schlecht startete Leverkusen noch nie. Es wird Zeit aufzuwachen. Und sie schienen hier heute Abend hellwach zu sein. Bayer begann stark. Angriff abgefangen, der Konter. Ramelow, Carsten Ramelow, schön steil auf Neuville. Oliver Neuville gegen Wimmer und Neuville macht das frühe, erleichternde 1:0 für Leverkusen in der 5. Minute. Es war ein cooler Konter, sicher, kein Abseits. Ramelow spielte klug, gut und genau im richtigen Moment. Den Rest erledigte Neuville mit seiner Schnelligkeit und frechem Abschluss ins kurze Eck. Vorbei also die Sache mit der weißen Hansa-Weste. Nun hat auch Rostock sein erstes Gegentor und ganz unhaltbar war der wohl nicht. Ulf Kirsten, zwar nur Zuschauer, aber mit Leib und Seele dabei. Applaus für Neuville vom 5. besten Bundesliga-Torjäger aller Zeiten. Und Leverkusen blieb überlegen. Die Rostocker kamen überhaupt nicht ins Spiel. Sie rannten nur hinterher, hinter den quirligen Gästen. Hanno Balic, Ramelow, Balic rechts in der Viererkette. Das ist Baştürk. Er hat Platz und nutzt ihn zum Solo. Naja, verzogen in der 14. Minute. So stark Hansa die Saison begonnen hat. Heute sahen die Blauen bislang keine Schnitte. Hier spielte nur Rot. Ball erobert, schnelles Umschalten der Gäste und ab ging's. Neuville war sauer, dass aber Rudi nur so kurz spielte, als wolle er sie ihm heute zeigen. Neuville wie aufgedreht. Rostocks linke Abwehrseite wegen ihm im Dauerstress. Der Blick an die Linie, Armin Fee, nachdenklich, enttäuscht. Der hörte gar nicht mehr auf, den Kopf zu schütteln. Hat heute der große Lauf ein Ende? Platzt der kleine Traum von der Tabellenführung? Es sah fast so aus, denn seine Mannschaft kam überhaupt nicht klar mit diesen Leverkusenern. Die waren einfach immer einen Tick schneller, beweglicher. Thomas Bredaric. Bredaric, zack, vorbei an Jakobsson. Schuss angetäuscht und dann rein damit. So einfach geht's. 2:0 Leverkusen, 22. Minute. Thomas Bredaric, sein erstes Saisontor, sie zeigten auf den Schützen. Rostock bringt ihm wohl Glück in diesem Stadion, bestritt er ja auch sein erstes Länderspiel. Eine klasse Einzelleistung von Bredaric. Jakobsen umkurvt und alle Blauen schauten hinterher. Auch Schober, schwach. Bredaric, er hat geflucht, ich spiele zu selten. Er hat gedroht, ich gehe weg. Heute bekam er seine Chance und ließ den Worten einen Treffer folgen.
Und da zeigt er es. Ich will zurück in die Startelf. Und so ist das Leben. Kaum läuft es rund, da muss man raus. Nach einer knappen halben Stunde gab Predaric wegen einer Leistenverletzung auf. Für ihn kam nicht etwa Kirsten.